was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? You know, Dr. Dieter and I have almost 50 years of parliamentary experience. Him in there and me in the British Parliament. But we have learned that it's just as important to be taking the message out amongst the people, no longer as much as before on the streets, now through their tablets, through their telephones, through their television screens. So we haven't left politics. We're just practicing it in a modern way. 7 Tage lang, jetzt wollen wir schaffen. Komm, was an. Jetzt wollen wir schaffen. 7 Tage lang, jetzt wollen wir schaffen. Komm, was an. Und das wird keine Plackerei. Wir schaffen zusammen. Mr. Biden, tear down this wall. Tune in to Motes of Deutsch every Sunday with Dr. Dieter Dehm. Another preach in the wall. Motes of Deutsch, jeden Sonntag, 17 Uhr. Erst müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang. Erst müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang. Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein. Wir kommen zusammen, keiner bleibt allein. Wir kämpfen zusammen, nicht allein. Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein. Wir kommen zusammen, keiner bleibt allein. Wir kämpfen zusammen, nicht allein. Was sollen wir denken, 7 Tage lang? Bullshit Storm. Aber nicht bei Moots auf Deutsch mit Dr. Dieter Dehm. We don't need no education. Moots, another breach in the wall. Hallo, herzlich willkommen bei Moots auf Deutsch. Ich bin Dieter Dehm, Mothers of All Talkshows. Moots, ein Format, das George Galloway in Großbritannien mit einem Millionenerfolg schon über Jahre zelebriert und das ich jetzt in Deutsch und auf Deutsch versuche. Ja, wer sind unsere Gäste heute? Ich freue mich unheimlich und bin auch stolz drauf, die Spiegel-Bestseller-Autorin Daniela Dahn gleich begrüßen zu können. Dann den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz auch für sein großes Investorenunternehmen BlackRock und Kevan Sufi Siavash, manchen besser bekannt als Ken Jebsen. Und die Frage ist heute für uns, ist die Tagesschau noch vertrauenswürdig und die anderen großen Medien? Also, herzlich willkommen zu der Mother of All Talkshows, Moots auf Deutsch. Bullshit Storm. Aber nicht bei Moots auf Deutsch mit Dr. Dieter Dehm. Moots auf Deutsch mit Talking Head Dr. Dieter Dehm. Auf der Jagd nach dem verborgenen Schatz der Fakten. Ja, also beim nächsten Mal, wenn wir dann auch die hochinteressante türkische Wahl hier besprechen, ob Kılıçdaroğlu oder Erdogan das kleinere Übel sind. Und wir werden der Frage nachgehen, macht unser Mittelstand pleite mit auch hochinteressanten Gästen. Aber heute geht es erstmal darum, ist die Tagesschau noch vertrauenswürdig? Ja, und da gucke ich mal auf die Umfrage. Die haben wir jetzt viele Tage laufen und, oh, 4.574 Leute haben mitgestimmt. Und jetzt kommt das Ergebnis, ich fühle mich fast so wie beim European Song Contest. The winner is... Die Tagesschau ist nicht vertrauenswürdig, sagen 70%. Die Tagesschau ist vertrauenswürdig, sagen 30%. Ein ziemlich eindeutiges Ergebnis. Ja, geht es Ihnen vielleicht auch manchmal so wie mir? Ich saß letzte Woche mit meinem Bürgermeister in einer Skatrunde in meiner Kneipe, ein mehrfach wiedergewählter Sozialdemokrat mit über 80%.
Und der sagte mir, also ich kann manchmal Fernsehen nicht mehr gucken. Ich kann es auch nicht mehr hören. Ich bin schuld an der Klimakatastrophe. Ich bin schuld am Abschmelzen der Polarkappen. Ich bin schuld am Plastik in den Weltmeeren. Ich bin schuld, dass jedes Spielzeug, das ich meinen Enkeln schenke, 3-4 Mal in Plastik eingeschweißt ist und jedes Lebensmittel ebenfalls. Und dann konnte ich schon lange das Wort Impfpflicht und Lockdown und so weiter nicht mehr hören. Und die ganze Panikmache von Lauterbach, da schalte ich die Ohren ab und dann gucke ich lieber einen Tierfilm, sagte mein Bürgermeister und die Skatrunde applaudierte. Wenn es Ihnen auch so geht, dass Sie auf Tierfilme umschalten, wenn Sie zum Beispiel hören, der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj ist heute auf den Ku Klux Klan Inseln gelandet. Er wurde von der dortigen Bevölkerung überschwänglich und herzlich begrüßt und es wurden spontan Spendenbüchsen herumgereicht, sodass Milliarden für den verbrecherischen, völkerrechtswidrigen Krieg Putins auf die Ukraine für die ukrainische Luftwaffe gespendet werden konnte. Also wenn Sie diese Kriegspropaganda nicht mehr hören wollen, wenn es Ihnen zu den Ohren rauskommt, dann sind Sie genau bei uns, bei Modes auf Deutsch, richtig. Zum Beispiel gab es jetzt seit 2 Tagen eine große grüne Wolke, die gen Deutschland schwebt. Ich meine jetzt nicht das Führungspersonal der Grünen Partei. Diese große, dicke, grüne Wolke war nämlich und ist nämlich radioaktiv. Haben Sie in der Tagesschau vielleicht gehört, wo die herkommt? Also, dass dort die Briten Uranmunition an die Ukraine, an Selenskyj geliefert haben, dass das unsachgemäß mit anderer Munition zusammengelagert wurde und dann durch Beschuss der russischen Luftwaffe in die Luft geflogen ist und jetzt als radioaktive Wolke schwebt. Haben Sie das gehört? Nein, sagt das US-Außenministerium, das muss wohl ein Unfall in einem russischen Kernkraftwerk gewesen sein. Nein, sagt die Bundesregierung, ist alles halb so schlimm. Die radioaktive Belastung ist kaum irgendwie spürbar. Und das ist sowieso alles gar nicht schlimm mit Uranmunition. Schauen Sie sich mal die missgebildeten Säuglinge im Irak, in Serbien an, wo die Uranmunition eingesetzt worden ist. Und siehe da, die Europäische Union misst am Ort dieses Munitionslagers, dass der in die Luft geflogen ist, und stellt eine 50-prozentige Erhöhung der Radioaktivität fest. Fragen über Fragen. So wie bei der Sprengung von Nord Stream 2. Aber wir wollen Fragen stellen. Ich möchte nicht Ihnen meine Meinung überhelfen. Ich möchte, dass wir gemeinsam den Mut finden, Zweifel zu sehen, Argwohn zu sehen gegen das, was die uns von oben verkaufen wollen, Gegeninformationen zu liefern. Ich möchte, dass wir auch eben diese kritischen Fragen stellen. Denn Meinungsfreiheit, wie mein Freund, der bekannte Kabarettist Uwe Steimle, es einmal gesagt hat, ist die Halsschlagader der Demokratie. Deswegen, wegen der Freiheit, habe ich Florian Silbereisen und die ARD auch rechtlich dazu gebracht, jetzt wieder in meinem Lied tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, die Zeile richtig zu singen. Erinnerst du dich, wir haben Indianer gespielt, weil die Indianer in den USA sich selber Indianer nennen. Und deswegen wollte ich auch, dass Florian Silbereisen die Freiheit bekommt, nicht mehr von der ARD gegängelt zu werden, dieses Lied anders zu singen, als ich es geschrieben habe. Also in jedem Falle, Sie sind bei uns an der richtigen Adresse, wenn Sie kritische Fragen stellen, wenn Sie das nicht verlernt haben. Und Sie können auch bei uns anrufen. Ich sage Ihnen jetzt erst einmal, wie Sie bei uns in die Sendung reinkommen. Das ist ja eine Live-Sendung. Hier ist die Rufnummer 0049
für Deutschland 0049 3322 4369102. Wird auch, glaube ich, gleich eingeblendet. Ah, da ist es schon. Und dann können Sie als Anrufer bei uns mit mir diskutieren und sind in der Sendung drin. Was wir auch brauchen neben den Anrufen sind Spenden. Englisch heißt das Donations. Davon ernähren wir uns und wir ernähren uns auch davon, dass Sie uns weiterempfehlen. Wir schalten auch Werbung. Aber nicht Commercials, die bezahlt werden, sondern nur Werbung, die uns gefällt. Für Produkte, die uns gefallen. Zum Beispiel Produkte aus dem Harlequin-Shop, die wir für aufregend halten. Oder die Tourdaten des großen Parodisten und Kabarettisten Rainer Krönert, den Sie nachher auch nochmal sehen und hören werden. Die werden wir promoten und auch andere Produkte selbstständiger Menschen, die etwas erfunden haben, die etwas geschrieben haben, die wirklich auch als kleine Unternehmer unterwegs sind und die wir auch unterstützen müssen, gerade in dieser Zeit von Krieg und Post-Corona und anderem Kram, der nun wirklich nicht besonders toll war für unseren Mittelstand. Aber da werden wir am Sonntag in einer Woche drüber reden. Also, wir haben Werbung auch bei uns. Und jetzt schaue ich nochmal auf die Umfrage. Hat die sich geändert? Nein, es bleibt bei stabilen. Jetzt sind es 71%, die sagen, die Tagesschau ist nicht vertrauenswürdig. Ich sage Ihnen mal was. Und das sage ich besonders denen, die wie ich vor 1960 geboren sind. Ich war immer ein überzeugter Öffentlich-Rechtlicher. Ich habe mein Volontariat beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt am Main gemacht. Ich habe für den Gottvater der Samstagabendunterhaltung, Hans-Joachim Kuhlenkampf, die Älteren unter euch werden sich noch an ihn erinnern. Ich habe für Thomas Gottschalk, für Günter Jauch, für andere geschrieben. Ich war Popmoderator bei der Unterhaltung im ZDF und ich war Popmoderator auch bei vielen Sendungen der ARD. Also ich war ein richtiger Verfechter des öffentlich-rechtlichen Modells. Weil das öffentlich-rechtliche Modell ist nicht staatlich, also staatlichen Rundfunk, das wollte ich nicht. Aber es ist auch nicht kapitalistisch, börsennotiert und auf Aktienwerte angewiesen, wie das zum Beispiel Springer Medien und andere sind. Fand ich also toll. Aber dann, nach 1990, gelangten immer mehr Grüne in die Chefredaktion. Und es werden immer mehr ungebildete, oberflächliche, sogenannte Journalisten hineinlanciert. Und dabei hatten auch Geheimdienste ihre Finger im Spiel. Und die wurden immer einflussreicher. Und wenn Sie glauben, das ist eine Verschwörungstheorie, ich zeige Ihnen jetzt ein Buch von dem sozialdemokratischen Friedensforscher Schmidt-Ehnbohm. Das heißt Geheimdienst, Politik und Medien, der Bundesnachrichtendienst und die Medien. Das können Sie bestellen, das ist hochinformativ, das zeigt über 20 Jahre, wie vom CIA, vom Bundesnachrichtendienst, unsere Medien allmählich von innen aufgerollt wurden. Der erste große Erfolg, den diese Umwandlung auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hatte, war die Privatisierung der Renten. Dass heute Rentner, Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, in Mülleimer nach Flaschen suchen müssen, um sich mit dem Pfand zu ernähren. Das ist eine Schande für dieses reiche Deutschland, dass es die älteren Menschen, die so viel geleistet haben, so im Stich lässt. Aber das hatte eine Vorgeschichte. Erst wurde die staatliche, die öffentlich gestützte Rente niedergeschrieben, niedergemacht. Mein Freund Norbert Blüm, der sagte, die Rente, also die staatliche Rente, ist sicher, wurde lächerlich gemacht. Und als das so richtig am Boden war mit dem Vertrauen zu den staatlichen Renten, dann kam plötzlich der Hauptinserent der Bild-Zeitung, Carsten Maschmeyer, und sagte, wir wollen die private Rente. Die muss auf Aktien orientiert sein. Und dann wurde der Allianz-Konzern ins Spiel gebracht. Auch jemand, der in den privaten, auch in den öffentlich-rechtlichen Medien toll immer
inseriert hat und viel Geld gesponsert hat für diese Sendung. Und dann war die staatliche Rente weitestgehend runtergefahren und die privatisierte, aktiengestützte, spekulationsgestützte Rente war dann das einzige Modell. Man nannte das dann die Riester-Rente. Ist Ihnen ja alles bekannt. Dann kamen die Kriege. Der Kosovo-Krieg begann, wie fast alle Kriege, mit einer Lüge. Der Lüge, die Serben hätten Konzentrationslager gebaut. Die stellten sich dann Jahre später als gar nicht vorhanden raus. Oder unser damaliger Verteidigungsminister Rudolf Scharping stand mit einem herzerschütternden Foto von den Menschen und zeigte: Seht her, hier sind Zivilisten, die Serben und der Milosevic ermordet haben. Das stellte sich dann später als eine Fake News heraus. Selbst der Spiegel hat 3 Jahre später, als der Krieg schon lange rum war, dann zugeben müssen, dass der CIA diese Information in die Medien gebracht hatte. Dann kam der Afghanistan-Krieg. Nichts ist bis heute erwiesen, ob die Taliban an 9/11 oder am World Trade Center irgendeinen Finger drin hatten. Eher nicht. Der Erfolg ist ausgeblieben. Die Taliban sind heute stärker, als sie vorher waren, nach Jahrzehnten Krieg des sogenannten Freien Westens gegen Afghanistan. Dann kam der Irakkrieg. Da wurde behauptet, Saddam Hussein hat Massenvernichtungswaffen im irakischen Sand vergraben. Dann marschierten die USA ein. Dann haben sie Hunderttausende von Menschen, Kinder, 500.000 Kinder, übrigens auch mit Uranmunition, haben sie Menschen massenweise ermordet, mit den Panzern im Sand lebendig begraben. Und dann wühlten die Amerikaner im irakischen Sand und guckten nach Massenvernichtungsmitteln. Und was fanden sie heraus? Was fanden sie heraus? Da liegt ja US-amerikanisches Erdöl im irakischen Sand. Na, das müssen wir aber ganz schnell heim ins Reich holen für unsere US-Konzerne. Das gehört doch uns. Das können die Iraker doch nicht einfach in ihrem Sand behalten. Das war der Irakkrieg. Dann kam der Libyenkrieg. Da wurde über Gaddafi behauptet, er hätte sein eigenes Volk mit der Luftwaffe bombardiert, ein Flugzeug gezeigt, was gar nicht zur libyschen Luftwaffe gehört hat, durch alle Medien. Auch diese Massenvernichtungswaffen, die angeblichen von Saddam Hussein, durch alle Medien, hat der CIA in alle Medien reingebracht, öffentlich-rechtliche und private. Und dann wurde der modernste Sozialstaat Nordafrikas, wo jeder dritte Dollar in Krankenhäuser, in Schulen investiert worden ist, da wurde dieser modernste Sozialstaat Nordafrikas zerbombt. Ein Aufmarschgebiet, wie übrigens der Irak auch, für den Islamischen Staat und diese Terrorbanden. Dann der Krieg im Jemen. Falschinformationen. Dann die Auseinandersetzung zwischen Palästinensern und der israelischen Regierung. Einseitige Informationen, immer einseitige Informationen. Dann wurde nichts darüber gesagt, wie es zum Ukraine-Krieg kam. Über die Vorgeschichte, über die Verstöße des Minsker Abkommens durch die Selenskyj-Regierung, dass die Selenskyj-Regierung ihr eigenes Volk hat beschießen lassen, soweit das in der Ostukraine gewohnt hat. Und dann die ganzen Vorurteile, die mobilisiert wurden und Falschinformationen zum Konflikt zwischen China und Taiwan. Und wer da nicht mitspielt, wer da nicht Gewehr bei Fuß steht, der wird skandalisiert und niedergemacht. Und zuweilen sogar wie Ken Jebsen oder Boris Reitschuster außer Landes getrieben. Sarah Wagenknecht wird skandalisiert. Paul Brandenburg wird skandalisiert wegen kritischer Fragen. Aber nicht nur solche, sagen wir mal, jetzt radikaldemokratisch fragende Menschen. Selbst der Bundespräsident Christian Wulff, mit dem ich später befreundet wurde. Erst mein politischer Gegner, CDU, eher angepasst, sagte 2 Dinge. Er sagte was gegen die Großmacht der Banken, also der Finanzspekulation der großen Banken, und er sagte, der Islam gehört zu Deutschland. Man kann über jede Meinung streiten, aber er wurde niedergemacht.
Und ich bin damals in der Talkshow von Anne Will, in der Talkshow von Sandra Maischberger für Christian Wulff aufgetreten, obwohl er als CDU-Mann damals, ich war ja für die Linke im Bundestag und war nicht abonniert auf Christian Wulff, der damals CDU-Ministerpräsident in Niedersachsen war, hat mich jedenfalls an seine Seite gestellt gegen die Hetzjagd der Bild-Zeitung und gegen die Hetzjagd der öffentlich-rechtlichen Medien, auch der Tagesschau. Dann wurde er zum Rücktritt gezwungen, aber sein Prozess, der eigentlich über all die Vorwürfe rechtsstaatlich hätte Ergebnisse bringen müssen, den hat er gewonnen. Hat ihm nur nichts mehr gebracht. Er war kein Bundespräsident mehr. Wir brauchen also viel mehr alternative Medienpower. Wir brauchen sowas wie Sarah Wagenknechts Wochenschau. Wir brauchen die Nachdenkseiten, die Albrecht Müller macht, der früher mal das Kanzleramt bei Willy Brandt und Helmut Schmidt koordiniert hat, den wir auch demnächst bei Moz auf Deutsch haben werden. Wir brauchen Weltnetz TV und wir brauchen Moz auf Deutsch. Und wir brauchen natürlich Ihr Mithelfen und Ihre Spenden. Also, gleich nach der Pause sind wir wieder zurück. Moz auf Deutsch, die Mutter aller Talkshows. Ein Format, in dem Sie nicht verarscht werden, aber der Journalismus einen Arsch in der Hose hat. Was wollen wir trinken? Neben mir steht George Galloway, eine Legende des kritischen Geistes in Großbritannien. Jemand, der ewig lange im Parlament gesessen hat und viele Millionen Menschen erreicht mit Moz auf Englisch. Kritisch, unabhängig informiert über das, was in großen Medien verdreht und verschwiegen wird. We want to talk about our issues, argue them, debate them. We don't want a return to guns and rockets. Dancing on Hitler's grave. You know, Dr. Dieter and I have almost 50 years of parliamentary experience. Him in there and me in the British Parliament. We have learned that it's just as important to be taking the message out amongst the people. Ohne Meinungsfreiheit kann Demokratie nicht funktionieren. Und besonders die Leute, die weniger verdienen, müssen Meinungsfreiheit erkämpft bekommen. Dazu wollen wir beitragen. Mit Musik, mit Humor, mit Satire. The media is the new battlefield. Media is the new parliament. So we haven't left politics. We're just practicing it in a modern way. Dann ist es die Frage, dass wir natürlich den Sozialstaat sanieren, dass wir den Mittelstand unbedingt retten müssen. Und dann ist es natürlich die Frage der Abrüstung und des Friedens. Mehr ist es nicht. Here I am at Checkpoint Charlie, the very border between the American sector and the Soviet sector. Little did we know that things would get much more dangerous and has now reached the stage where we are on the brink of a nuclear war in Europe. Moz auf Deutsch, mit Ihrer tätigen Hilfe, Sie können anrufen, Sie können Fragen stellen. Wir werden prominente Gäste haben, wir werden Fachleute haben, die wir fragen. Ab 21. Mai, 17 Uhr und dann jeden Sonntag Moz auf Deutsch mit mir, Dieter Dehm, abonniert die Kanäle. And don't forget to press the bell button for notification, so that you never miss him and Moz auf Deutsch. Einfach mitmachen, Mut machen, anrufen. And I'll tell you what, it'll be explosive. Just you wait and see. Yes, hallo nochmal. Sie werden sich gefragt haben, warum tanzen die zwei, der George Galloway und der Dieter Dehm, auf dieser Stelle? Das ist genau die Stelle, wo 7 Meter drunter sich Adolf Hitler erschossen hat, wo der Führerbunker war. Aber jetzt zu unserem nächsten Gast. Es ist Daniela Dahn, Spiegel-Bestseller-Autorin. Damals war sie 89-90 Sprecherin des demokratischen Aufbruchs. Sie war Bürgerrechtlerin der DDR und hat als Autorin ein Dutzend Bücher geschrieben, die kritisch zur Treuhand, zur Verschleuderung öffentlichen Eigentums, auch vor allem in der DDR, gewesen sind. Und
Ja, dann nach der Wende hat sie sich natürlich auch den anderen kritischen Themen zugewendet. Und jetzt in 14 Tagen kommt von Daniela ein Buch. Daniela, auf das ich mich unglaublich freue, weil du es auch zusammen mit einer alten Freundin von mir geschrieben hast, nämlich Luc Jochimsen, die Chefredakteurin beim Hessischen Rundfunk war. Und der Titel dieses Buches heißt, das ist ein toller Titel, Der aufhaltsame Abstieg der öffentlich-rechtlichen Medien. Herzlich willkommen, Daniela. Was ist dein Eindruck über die Medienlage in Deutschland? Hallo, guten Tag erstmal. Ich muss bescheidenerweise sagen, das ist nicht ein Buch, das ich geschrieben habe. Ich habe nur das Vorwort geschrieben, sondern das ist von Beteiligten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens eine Innensicht, die also nicht nur Statistiken auswerten, sondern beschreiben, was sie in den Jahren erlebt haben an Bevormundung, an Einschränkung, an schmaler werdenden Räumen, kritische Themen zu behandeln. Und insofern ist das neu, weil hier Leute, die dabei waren, wirklich auspacken und diese Selbstgleichschaltung, die immer beschrieben wird, die ja auch richtig ist, da ist ja viel dran, dass das nicht befohlen werden muss. Aber es gibt schon doch auch klare politische Einflussnahme, das wird in dem Buch erzählt. Und insofern, glaube ich, wird das nochmal einen neuen Akzent setzen. Wichtig ist mir allerdings auch bei dem Titel Der aufhaltsame Aufstieg der öffentlich-rechtlichen, des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, dass dieser Prozess aufgehalten werden muss. Also wir plädieren keinesfalls für die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Fernsehens, sondern es ist eine Art Abmahnung der Zuschauer, endlich den verfassungsmäßigen Auftrag zu erfüllen, nämlich die Meinungen wirklich wiederzuspiegeln, die da sind und diese Art von Einseitigkeit zu überwinden. Daniela, das, ich will mal ein bisschen zugespitzt fragen, ist doch eigentlich kaum richtig vorstellbar. Du hast so einen Typen wie damals, sagen wir mal Klaus Bettnatz, wir haben noch eine ganz andere Liste von Leuten, die damals aktiv waren. Hätte man die so einfach gleichschalten können, wie man das heute kann? Warum gelingt das heute so leicht und ist damals mit bestimmten Leuten, auch gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, nicht so leicht gelungen? Ja, Bettnatz, das war eine Galionsfigur. Wir haben den gern gesehen, aus dem Osten auch. Aber ich weiß nicht, ob es diese Leute nicht heute auch noch gibt. Vielleicht ist es tatsächlich schärfer und strenger geworden mit den Repressionen. Und dass das keine Einbildung ist, also ich kann eure Twitter-Umfrage nur bestätigen. Es hat unlängst sogar eine Analyse gegeben, der Medienforscher Harald Welzer war dabei, wo computergestützt die Berichterstattung der 8 großen Leitmedien, darunter ARD, Tagesschau, die großen Zeitungen und 1 Million Beiträge aus Regionen, also 100.000 Beiträge aus Leitmedien und 1 Million Beiträge aus Regionalpresse wurde computergestützt untersucht, wie die Berichterstattung in dem Kriegsjahr war. Und es kam eindeutig heraus, dass sie einseitig war, dass sie nicht die Meinungen, die es in der Bevölkerung und auch bei Fachleuten gibt, widerspiegelt. Das Land ist ja mehr oder weniger gespalten. Also nicht nur das Land, das kennen wir aus Freundeskreisen, Familienkreisen. Es gibt diese Spaltung. Es gibt diese zwei Wege, die glauben, diesen Krieg beenden zu können. Einmal durch Waffenlieferung und einmal dadurch, dass die Diplomatie jetzt endlich ans Werk gehen muss. Und Waffen werden das Ganze nur verlängern. Aber diese beiden Haltungen waren überhaupt nicht ausgewogen vertreten. Also ja, eure Twitter-Umfrage ist bestätigt schon, repräsentativ bestätigt. Und wenn du fragst, wo die Leute geblieben sind, die früher dagegen gehalten haben, ich weiß es nicht. Also ich meine, das sind Phänomene, denen man auf die Spur kommen muss. Es gab eine Umfrage, ich glaube, die ist jetzt 4 Jahre alt, dass damals, als ich noch begeistert für die Linke im Bundestag gesessen habe, die Linke hatte, glaube ich, etwas um 10%, nur 2% der politischen Journalisten in Berlin, in der Hauptstadt, links gewählt haben. Also von denen, die
am Ruder waren bei bestimmten Sendungen, waren nur 2% für eine Partei, die 9,5% im Bundestag hatte. Die Grünen, damals glaube ich schwächer sogar als die Linken, hatten 43%. Also 43% der politischen Journalisten in der Hauptstadtmetropole haben Grün gewählt. Dann hast du plötzlich, das habe ich ja vorhin mit dem Libyen-Krieg auch gesagt, eine richtige Entwicklung hin zu Waffenlieferungen, zu Kriegstreiberei, zur Forderung auch der Grünen, dass gegen damals den Westerwelle, ich habe es ja zitiert, dass er dem Bombardieren Libyens da zustimmt. Das ist fast wie eine Zeitenwende. Also für mich, der so notorischer Anhänger des öffentlichen Rundfunks war und der auch findet, dass das, wie du völlig richtig sagst, nicht irreparabel ist, dass es nicht unaufhaltsam ist, ist das eine unglaubliche Enttäuschung, was ich da jeden Abend in Tagesschau und heute sehen muss, wenn ich überhaupt noch da reinschaue und nicht Tierfilme gucke. Wie erklärst du dir mit deiner langjährigen Erfahrung, auch mit der Sicht einer Bürgerrechtlerin aus dem Osten, diese Entwicklung? Ja, also der Begriff Zeitenwende, der ja auch oft missbraucht wird, scheint mir jetzt, was die Medien betrifft, auch nicht passend, weil wir vergessen zu schnell, dass es all das, wenn nicht schon immer, so doch lange gegeben hat. Du hast ja auch einleitend schon an alle möglichen Kriegslügen erinnert, die Auslöser waren von Kriegen. Und die Kriegspropaganda, die war immer ähnlich. Also mir ist unlängst eine Analyse von Arthur Ponsonby über die Propaganda im Ersten Weltkrieg in die Hände gefallen. Arthur Ponsonby, ein Mann aus gutem Hause, der mal Page bei Königin Victoria war und im Ersten Weltkrieg das alles beobachtet hat. Also man könnte meinen, er hat es heute aufgeschrieben, sein Buch Die 10 Prinzipien der Kriegspropaganda. Ich erlaube mir mal 3-4 zu zitieren, dann wird man vielleicht sehen, was ich meine. Also die damaligen Prinzipien der Kriegspropaganda. Wir wollen keinen Krieg. Die Gegenseite trägt die alleinige Verantwortung für den Krieg. Der Führer des Gegners hat dämonische Züge und ähnelt dem Teufel. Wir kämpfen für eine gute Sache. Der Feind begeht absichtlich Gräueltaten, bei uns handelt es sich um versehentliche Irrtümer. Wer unsere Berichterstattung in Zweifel zieht, steht auf der Seite des Gegners und ist ein Verräter. Angesehene Künstler und Intellektuelle unterstützen unsere Sache. Könnte man ergänzen, wenn sie unsere Sache nicht unterstützen, dann sind sie auch nicht angesehen. Und das erklärt vielleicht ein bisschen, dass dieser öffentliche Druck offenbar so stark ist, dass man sich dreimal überlegt, ob man von diesen Prinzipien abweicht oder nicht. Aber ich finde es schon interessant, daran zu erinnern, dass das nicht so neu ist. Das hat es alles gegeben und wir erleben ein Déjà-vu eigentlich in diesen Fragen. Bevor ich jetzt an das Thema Ukraine und Informationskampagnen komme, möchte ich nochmal auf diesen für viele Jüngere längst vergessenen Irakkrieg gehen. Damals, das ist dann später, 3 Jahre später im Spiegel auch gestanden, hat die CIA eine Kampagne gemacht, dann hat das ein CIA-Agent auf seine Schultern genommen, er hätte das gemacht, aber das war eine ganze Organisation des Geheimdienstes, dass Saddam Hussein, ich glaube, es war sowohl Giftgas als auch biologische Waffen, dort versteckt hätte, auch mit mobilen Laboren. Wie kann das eigentlich passieren? Der Krieg wurde ja damit eingeläutet, erst als die deutschen Köpfe bereit waren, zuzustimmen, oder ein Teil der deutschen Köpfe oder ein Teil der amerikanischen Köpfe, ist ja dann überhaupt die Luftwaffe erst gestartet. Zum Glück war der Widerstand damals so groß, dass auch die Bundesregierung jedenfalls nicht mitgespielt hat
Das ist ja zu der großen Kundgebung hier am Goldenen Engel am Brandenburger Tor gekommen. Ich glaube, das waren 1 Million Menschen, die da mobilisiert wurden, die ich mir heute auch wünschen würde, dass sie Widerstand gegen die Waffenlieferungen in die Ukraine leisten. Aber wie kann das kommen, dass in einer Redaktion, du kennst ja diese Redaktion auch, dass in einer Redaktion eine solche Nachricht auf den Tisch flattert und unhinterfragt in den Sender gegeben wird? Tja, wenn sie sozusagen von dem Hauptverbündeten kommt, dann ist offenbar geboten, dass man nichts in Frage stellt. Bei diesem Irakkrieg war es besonders offensichtlich, dass er mit einer großen Lüge begonnen wurde. Der Jugoslawienkrieg wurde ebenso mit Lügen begonnen. Bloß da hat es sich nicht so wie beim Irakkrieg herumgesprochen, dass es auch eigentlich eine völlige Finte und war und ein völlig unnötiger auch Angriffskrieg mitten in Europa. Zum Irakkrieg, das war sicher ein großes Verdienst von Kanzler Schröder damals, da nicht praktisch mitzumischen, sondern den Mut zu haben, machen wir nicht. Auch wenn hinter den Kulissen Deutschland damals mit zu den Hauptfinanziers des Krieges gehört hat und alle möglichen Überflugrechte und Unterstützung gegeben hat. Aber trotzdem, es wurde damals offiziell nicht mitgemacht und es war schon ein Stückchen Mut, den ich mir heute manchmal wünschen würde. Dass man das nicht hinterfragt, das ist ja eben leider bei dem Ukraine-Krieg dasselbe. Da hat jetzt nicht so eine offensichtliche Lüge zum Krieg geführt, aber doch weitgehend das Ausblenden der Vorgeschichte. Ja. All die Provokationen, die zu diesem angeblich unprovozierten Krieg geführt haben, bleiben unerwähnt. Wobei man sagen muss, dass auch noch so viele Provokationen keinen derartigen Überfall rechtfertigen. Das muss man vielleicht nicht immer wiederholen, aber um nicht missverstanden zu werden, dann vielleicht doch. Es ist keine Rechtfertigung des Krieges, wenn man an die Vorgeschichte erinnert und wenn man vermutet, dass es ohne diese Vorgeschichte diesen Krieg nicht gegeben hätte. Und wenn man im Gegensatz zu all diesen Berichten, die diese computergestützte Analyse da analysiert hat, nicht der Meinung ist, dass es für diesen Krieg nur einen Schuldigen gibt, sondern dass beide Seiten getäuscht haben, Gewalt angewandt haben, Fehler gemacht haben. Also diese ganze Vorgeschichte war ein Fehler, diesen Krieg wirklich zu beginnen war ein Fehler und es war ein großer Fehler, die Chancen nicht wahrzunehmen, dass vielleicht nach 4 Wochen, als sich die beiden Kriegsparteien ja verhandelnd schon annähern, dass man diese Chance nicht ergriffen hat und unterstützt hat, sondern gesagt hat von der NATO, die sofort dann einen Sondergipfel noch im März gemacht hat, wir glauben nicht an Verhandlungen, wir verdoppeln unsere Rüstung, wir sind präsent an den russischen Grenzen. Also die Eskalation war sofort die einzige Reaktion der NATO. Das war auch ein Fehler. Und heute ist das ein Krieg, wo im Moment überhaupt nicht abzusehen ist, wer hier bereit sein wird, aufeinander zuzugehen und Diplomatie sprechen zu lassen. Es ist verheerend, ja. Das Minsker Abkommen, sagte Kanzlerin Merkel später, hätte sie nur gemacht, um der Ukraine für die Aufrüstung Zeit zu verschaffen. Hat sich das damals, als das Minsker Abkommen mit Steinmeier und anderen ausgehandelt wurde, bei dir so angehört oder findest du das eher eine nachgeschobene Behauptung? Dann aufgerüstet wurde, dazu brauchte man ja nicht das Minsker Abkommen. Das war ja offensichtlich. Also wie viele NATO-Manöver schon auf dem Nicht-NATO-Mitglied Ukraine stattgefunden haben,
wie viel NATO-Soldaten, ich glaube 4000 präsent waren. Das alles hätte man eigentlich als russischer Geheimdienst mitkriegen können. Und ich frage mich eigentlich bis heute, wieso man sich derart verschätzt hat bei dem Gegner, der einen da erwarten wird. Das war auf jeden Fall auch eine große Fehleinschätzung. Und heute ist ja die Ukraine eigentlich in einer völlig... Hattest du was gesagt? Gut, dann mache ich weiter. Ja, ich habe gefragt, ob du den Eindruck hast, dass sie in eine Falle gelockt wurden. Ob das so mitschwingt bei dir? Ja, man kann es Falle nennen. Auf jeden Fall ist das provoziert worden. Wenn die Situation eingeht und sich dabei heftig verschätzt, wie ja auch schon mal sagen kann, kann man das Falle nennen oder wie auch immer, Dummheit auch. Ich würde sagen, das Ausweglose in der jetzigen Situation ist ja, dass die Ziele nicht kritisiert werden, dass so reine Waffenlieferung ohne politische Ziele sind reiner Militarismus. Und das Ausweglose ist doch jetzt, dass wenn der Westen und die Ukraine ihrem Ziel tatsächlich näher kommen, alle russischen Truppen aus den besetzten und eroberten Gebieten zurückzudrängen. Also mit dieser Art von Sieg wird die Wahrscheinlichkeit einer atomaren Katastrophe immer größer, weil es sagen auch viele Fachleute heraus, dass eine solche Großmacht nicht sich derart demütigen lassen wird. Und dann wird die Ukraine das erste Ziel sein. Also der Sieg kann eigentlich nur die endgültige Niederlage schreckliche Folgen bedeuten. Und gerade deshalb ist es so absurd und abwegig, alle Kräfte zusammenarbeiten, da sind die starke Friedensbewegung, die vielleicht Argumente gibt, die dagegen hält, mit dem Staat, die Lula in Brasilien, und immer mehr anderen Linien versuchen, diesen fürchterlichen Weltdesaster Ja, das Minsker Abkommen, letzte Frage, ist ja dann im Wesentlichen von der ukrainischen Seite gebrochen worden. Es waren ja Schutzgarantien im Minsker Abkommen, was die von Steinmeier auch versprochen worden sind, dass diese Donetsk-Republiken nicht mehr beschossen würden. Stattdessen sind dort 13.000 Kinder, Frauen, andere von Scharfschützen mit Nazi-Abzeichen und von Mörsergranaten zerfetzt worden. Und man hat den Eindruck, die Russen sollten richtig gereizt werden. Wenn es jetzt ein Abkommen gäbe, einen Waffenstillstand gäbe, glaubst du, dass das mehr sein wird als nur ein Luftholen für eine Fortsetzung eines weiteren Krieges? Oder kann ein Waffenstillstand mehr sein als ein Frozen Conflict? Ja, ich will mich jetzt nicht an Spekulationen beteiligen. Und ich glaube, wir müssen auch gar nicht so bei dem Minsker Abkommen stehen bleiben. Unmittelbar vor Kriegsbeginn hat ja die russische Seite den USA und der NATO auch nochmal einen Entwurf für ein Sicherheits- und Friedensabkommen angeboten. Und der wurde von westlicher Seite, das war im Dezember 2021, als völlig indiskutabel und als Maximalforderung vom Tisch gewischt. Und ich glaube, da hat man sich darauf verlassen, dass niemand den im Wortlaut kennt. Denn wenn man sich den heute nochmal in Ruhe ansieht, hatte der sehr viel vernünftige Ansätze. Man kann den übrigens nachlesen, bis unlängst war das so, kann mit den Ankündigungen gar nicht vorsichtig genug sein. Man kann ihn nachlesen auf der Website der russischen Botschaft in Deutschland. Und dort sind Sicherheitsgarantien für beide Seiten formuliert worden. Meines Erachtens hätte die Ukraine, die also als neutraler Staat in diesem Entwurf behandelt wird, damit ganz gut leben können. Die meisten Forderungen gingen an die NATO, die ihre schweren Waffen aus der Nähe der russischen Grenze abziehen sollten.
Es sollten alle Nuklearmächte ihre Waffen nur noch auf eigenem Territorium stationieren dürfen. Das wäre dann etwas, das jetzt zum Beispiel Russland in Belarus nicht mehr machen dürfte, wenn darauf geachtet worden wäre. Und Russland ist ja in der Wende auch mit Abzug seiner Nuklearwaffen aus der DDR und den Warschauer Paktstaaten da eigentlich mit gutem Beispiel vorangegangen. Also ich will sagen, da gab es ein paar vernünftige Ansätze in diesem Entwurf, das auch nicht eine Forderung, sondern ein Entwurf war. Und das Tragische ist vielleicht, dass einen Krieg später man bei solchen Überlegungen wieder wird ansetzen müssen. Und deshalb hoffe ich, dass dieses Ansetzen und dieses Überlegen nach rationalen Lösungen so schnell wie möglich beginnt und dieses schreckliche Sterben und Vernichten in diesem Land und Zerstören von Infrastruktur, von Kultur, von Miteinander, dass das so schnell wie möglich ein Ende findet. Herzlichen Dank, Daniela Dahn, Bürgerrechtlerin damals, 89-90 in der DDR, heute in Deutschland immer noch Bürgerrechtlerin, immer noch jemand, der Informationen gegen den Strich kennt. Und ihre Bücher sind alle lesbar. Ich habe sie übrigens alle gelesen und kann das auch weiterempfehlen. Das Buch, das nächste Woche kommt, ist dann zwar nur mit einem Vorwort von ihr, hat aber einen tollen Titel, der mit unserer heutigen Sendung ganz eng zusammenhängt, nämlich der aufhaltsame Abstieg der öffentlich-rechtlichen Medien. Herzlichen Dank, Daniela Dahn. Und wir sind gleich nach der Pause wieder zurück. Das weiche Wasser bricht den Stein. Die Rüstung sitzt am Tisch der Welt und Kinder, die vor Hunger schreien. Für Waffen fließt das große Geld. Doch weiches Wasser bricht den Stein. Ja, das ist meine neue CD, Dass ein gutes Deutschland blühe. Arbeiterlieder von damals und jetzt. Das sind traditionelle Arbeiterlieder wie die Internationale, Beet und Arbeit, Dem Morgenrot entgegen, aber auch neuere Arbeiterlieder wie We Shall Overcome, Bella Ciao, Das weiche Wasser, das ich geschrieben habe für die Friedensbewegung der 80er Jahre. Die Arbeiterlieder sind so verboten und unterdrückt wie die gesamte Arbeiterbewegung. Da fällt mir ein, dass auch das Wort Indianer unterdrückt werden soll. Es darf das Wort Indianer nicht mehr geben. Die einen verbieten das Rote, die anderen verbieten das Rote. Wenn Sie mal Rot hören wollen, dann ist diese Platte, glaube ich, für eine gute Stunde ein ordentliches Erlebnis. Sagen Sie, so mutig und so zart, ich wollte nicht mehr Ihr Bodyguard. Sie sagt, Mann, schau ich dich so an, doch ich sah nur Sie. Und der Reinerlös dieser CD geht an die Nachdenkseiten, dieses hervorragende aufklärerische Organ, dem jetzt der Staat die Gemeinnützigkeit entzogen hat, also eine Unterstützung auch für die Gegenöffentlichkeit in unserem Land. Ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Es war so warm hier an deinem Arm hier. Da draußen werd ich bald schon frieren. Ja, und jetzt kommen wir zu einem ganz tollen Gast. Hätten Sie gedacht, dass wir den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, der ein eigenes Flugzeug der großen Investoren-Company BlackRock besitzt, dass wir so eine entscheidende Persönlichkeit der deutschen Geschichte, den Oppositionsführer im Deutschen Bundestag, live in unserer Sendung haben? Hätten Sie das wirklich für möglich gehalten? Mit unserem wunderbaren Freund Rainer Grünert haben wir es geschafft, Friedrich Merz hier in die Sendung zu bekommen. Und ich begrüße herzlich willkommen Friedrich Merz von der CDU, von BlackRock. Und ich möchte Sie fragen, Herr Merz, wie einseitig sind die deutschen Medien? Überall, Land auf, Land ab, höre ich, unsere Medien seien einseitig.
Das traf in der Vergangenheit auch zu 100% zu. Aber seit einiger Zeit sind wir von BlackRock, der schwarze Fels, in einer rot-grünen Medienbrandung geworden. Und so konnten wir BlackRocker mit viel Hirnschmalz und ein klein wenig Geld bei all diesen rot-grünen Medien ein gewaltiges Umdenken erwirken. Besonders gegen den Lumpenpazifismus seit Willy Brandt. Was wurden da noch Krieg und Panzerlieferungen in den Medien dämonisiert? Als ob das der einzig schlimme Massenmord gewesen wäre, mein Gott. Aber was war denn in Friedenszeiten mit all den zigtausenden ermordeter Frauen und Kinder in den Wellblechhütten von Mexico City? Oder im afrikanischen Busch bei den Schwarzen? Oh, Frage an die Regie, darf man Schwarzer noch sagen? Ja klar, dürfen Sie. Also gut, bin ja selbst ein Schwarzer. Black Lives Matter, oh, sonst dürfte ich ja auch nicht mehr Black Rock sagen. Ja, man darf nur Regen nicht rückwärts sagen. Zurück zum Thema. Die bestialischsten Massenmetzeleien passieren eben nicht im Krieg, sondern in einer orientierungslosen und anarchischen Welt. Und so wie wir einst die asiatischen Horden Genghis Khans und die Türken vor Wien in ihre Schranken gewiesen haben, so müssen wir heute den chinesischen Kommunistenführer Xi vor Taiwan und den Barbaren Putin in der Ukraine militärisch stoppen und besiegen. Slava Ukraini. Natürlich hat BlackRock dabei mehr Power als die CDU. Wir sind schließlich der größte Geldgeber der Weltgeschichte. Sonst hätten wir ja bei den Grünen, bei der Taz und beim Spiegel mit Peanuts nicht so ein radikales Umdenken erwirkt. Pazifismus war gestern, Bellizismus ist heute. Genau wie bei den 43% aller politischen Journalisten in Berlin, die bei der letzten Bundestagswahl grün gewählt haben. Und auf diesen intellektuellen Gleichklang von NATO und Grünen bin ich als CDU-Parteivorsitzender durchaus ein klein wenig stolz. Denn meine Vorgänger, Kohl und Co., sind gegen die rot-grünen Mediendiktate immer nur hilflos angerannt, bis ich mit BlackRock auf den Plan getreten bin und die Losung ausgab, if you can't beat them, join them. Natürlich ist BlackRock nicht alles, aber ohne BlackRock wäre alles nichts geworden. Uns gehören schließlich die meisten Arbeitsplätze für Freiheitswaffen bei Rheinmetall, Lockheed, Boeing, BAE Systems oder Leonardo in Italien. Wir sind mit zwei Top-Managern bei Joe Biden in der US-Regierung. Wir beraten die Fed und die EZB. Wir sind seit 2020 ganz offiziell Koordinator der Zelensky-Regierung und wir freuen uns heute schon diebisch auf den lukrativen Wiederaufbau in der Ukraine. Es sind ja quasi unsere Medien- und Umfrageinstitute, die Volodymyr Zelensky die höchsten Sympathiewerte bescheinigen, noch vor Karl Lauterbach und sogar vor Annalena Baerbock und Robert Habeck, den beliebten 360-gradigen Neuschöpfer innen der deutschen Sprache. Von Bündnis 90 Die Grünen, unserem klammheimlichen Lieblingskoalitionspartner. Denn mit der Topmanagerin Helga Bartsch von BlackRock leiten wir seit 2022 im grünen Wirtschaftsministerium von Robert Habeck die Grundsatzabteilung Wirtschaftspolitik. Und das sogar ohne jeglichen Verwandtschaftshintergrund. Aber jetzt sage ich mal ganz klipp und klar, alles hat seine Grenzen. Wenn jetzt dieses verbalradikale Motz auf Deutsch mit Dieter Dehm von England aus unser Netz überschwemmen will, haben wir schon mal unsere Leute bei Facebook und YouTube gebeten, sagen wir mal, die Reichweite ein wenig im Blick zu behalten und notfalls einzudämmen. Oder abzuschalten.
den Ken Jebsen haben wir ja schon aus dem Land gejagt. Und wenn dieser Demagoge Werner Rügemer neue Verschwörungstheorien gegen BlackRock permanent ablässt, wenn der Schweizer Schwurbler Daniele Ganser und der antisemitische Rockkreis Roger Waters von Pink Floyd so weiterhetzen, dann sollen die sich nicht wundern, wenn sie von Rot-Grünen und von unseren schwarzen Verwaltungsbeamten schon mal ihre Mietverträge gekündigt bekommen. Da sage ich als brutalstmöglicher Antifa-Kämpfer, gerade im 90. Jubiläumsjahr der Machtergreifung, wehret den Anfängen. Denn was uns Marktliberale, Schwarze, Grüne, Blau-Gelbe, Linke und FDP eint, ist schlicht eine nüchterne wirtschaftliche Erwägung. Do not follow Sarah Wagenknecht, follow the money. Ja, das war Rainer Grönert, einer der bedeutendsten Parodisten, auch oft in der ARD zu sehen in Deutschland, der noch gelegentlich im Fernsehen auftreten kann, nicht mehr so häufig, im Unterschied zu Lisa Fitz, im Unterschied zu Uwe Steimle, den wir auch bald bei Mots auf Deutsch haben werden. Und weil Rainer Grönert so ein großartiger Künstler ist und weil es immer ein Erlebnis ist, wenn Sie ihn auf der Bühne sehen, deswegen blenden wir hier mal seine Tourdaten ein. Er hat uns gar nichts dafür bezahlt. Also, das ist die Werbung, die ich vorhin angekündigt habe. In Regensburg und in Stuttgart, in Darmstadt, in Leipzig ist Rainer Grönert in den nächsten Wochen zu sehen. Und ich glaube, es lohnt sich hinzugehen. Herzlichen Dank, Rainer Grönert alias Friedrich Merz. Sie werden es gleich gemerkt haben. Und er kommt manchmal auch als Gerhard Schröder, er kommt manchmal auch als, damals haben Sie ihn vielleicht auch gesehen, als Angela Merkel. Er hat eine ganze Reihe Politiker. Er kann Habeck aus dem FF. Das werden wir auch demnächst haben. Also nochmal herzlichen Dank, Rainer Grönert. Und jetzt gleich nach der Pause zurück. Politisch total korrekten Motiven. Ja, ja, also diese Werbung von Harlequin Shop, Movers and Shakers in Mannheim, haben wir auch nicht bezahlt bekommen. Wir machen das aus freien Stücken und das ist doch ganz toll. Diese T-Shirts kann man bestellen und sowas wollen wir auch in Zukunft weiter betreiben. Der nächste Gast, auf den ich mich unheimlich freue, ich habe vorhin gesagt, das stimmt auch, er ist so wie Boris Reitschuster, wie ein paar andere auch, außer Landes getrieben. Er wohnt nicht mehr fest in Berlin. Spiegel Online hat damals die private Adresse seiner kleinen Kinder veröffentlicht oder jedenfalls die Finger dabei gehabt, als es veröffentlicht wurde. Ihm wurde eine kleine Bombe auf die Bühne geworfen. Also für dieses freie, rosa, grünlich, woke Deutschland ziemlich harter Tobak. Und er hat jetzt wieder seinen Geburtsnamen, Kaivan Sufi Siavash. Aber so wie bei Cat Stevens, wo das auch eigentlich heißt Yusuf Islam,
better known as Cat Stevens, kann man bei ihm sagen, Kaiwan Sufi Siavash ist den meisten von Ihnen damals auch bekannt geworden als Ken Jebsen. Herzlich willkommen, Kaiwan. Hallo, Dieter. Und herzlich willkommen zur Show. Ich finde, ich kenne es sehr, sehr gut. Gefällt mir gut. Ach, wenn ich das von dir höre, dann blühe ich richtig auf, weil du hast so tolle Sendungen gemacht und hast so viele Leute geärgert und provoziert. Und selbst wenn man in so einer Sendung, wo wir ja keinen riesigen Nachrichtenapparat haben, wir haben ja keinen riesigen Rechercheapparat, wenn da mal ein kleiner Fehler, also mir jetzt, und der läuft bei irgendeiner Zahl, dann kann ich das korrigieren. Aber dann heißt das ja nicht, dass man dann geteert und gefedert wird, wie das bei vielen Kolleginnen und Kollegen der Fall war. Du hast ja das Gespräch eben mit Daniela Dahn mitbekommen. Was ist denn dein Eindruck und dein Befund zur jetzigen Mediensituation? Ich glaube, ich habe ja, als ich noch KenFM gemacht habe, daraus wurde absolut, dass ich nur noch technisch berate, wo ich nicht publiziere. Ich habe damals 60 Folgen in Myself in Media gemacht. Das ist ein Medienmagazin gewesen. Und ich habe jeden Monat versucht, die Nachrichten, die geopolitischen Nachrichten, die im Monat so anliegen, zu einem Bild zusammenzufassen, das dann auch als ganzes Bild erkennbar ist. Weil das Dilemma, was wir heute haben, was natürlich mit Absicht ist, dass wir Medien haben, die Nachrichten aus dem Kontext reißen, sodass man immer denkt, ich verstehe das alles nicht. Das ist wie bei einem Puzzle, was man falsch zusammenbaut, das wird man auch nicht verstehen. Dahinter liegt eben Absicht. Und naja, nach 60 Folgen MMM habe ich gesagt, ich kann das nicht mehr aushalten, weil da wird man wirklich verrückt dabei. Und habe mir aber dann in den letzten 2 Jahren überlegt, okay, was ist eigentlich der Grund dafür, dass sich so wenig ändert, dass Propaganda überhaupt funktioniert? Wie geht denn das überhaupt? Ich meine, die Menschen sollten das doch verstehen. Und ich habe mich in den 2 Jahren dahingehend damit beschäftigt, dass es vollkommen klar ist, dass Propaganda funktioniert, weil hier wird Sozialwissenschaft angewendet. Angewendet wird also das, was man Verhaltensforschung nennt. Wir werden ja beobachtet, das Institut für Sozialforschung in Frankfurt ist 100 Jahre alt geworden, hat immer zusammengearbeitet mit der CIA. Und da werden diese ganzen Experimente, die der ein oder andere Soziologe oder Psychologe kennt, also das Milgram-Experiment, das Ash-Experiment, das Stanford-Prison-Experiment, das wird zur Anwendung gebracht, indem man einfach weiß, Menschen können es nicht ertragen, aus einer Gruppe heraus gedrängt zu werden. Und sobald du jemanden, der eine andere Meinung hast, diffamierst und damit drohst, ihn aus der Gruppe herauszuschmeißen, schließt er sich der Gruppe an. Hier wird also ein ideologischer Gleichschritt produziert. Und der wird auch nicht nur bei uns über die Massenmedien produziert, der wird auch bei den sogenannten Journalisten produziert, die ja alle ausnahmslos in der Atlantikbrücke sind. Da gibt es ja auch diesen Gruppendruck. Deswegen, Klaus Leber hat schon recht, als er damals gesagt hat, mich ruft keiner an. Nein, dich muss ja auch keiner anrufen. Dich muss auch bei den Hells Angels keiner anrufen, sagen wir zu, komm in der Halle Davidson. Alle fahren Halle Davidson. Und wenn du jetzt, sag ich mal, mit dem italienischen Motorrad kämest, dann würden die dir ganz schnell zeigen, dass du hier falsch bist. Also so läuft das. Und ich glaube, wir müssen das durchschauen, weil in dieser Sendung oft das Wort Kriegspropaganda gefallen ist. Propaganda ist ja eine einsichtige Berichterstattung und Edward Bernays hat 1928 dann ein sehr kluges Buch zugeschrieben, nämlich Propaganda. Und Krieg ist ohne Propaganda, also ohne einseitige Berichterstattung, überhaupt nicht möglich. Was man auch erkennen muss, ist, dass Medien generell Propaganda machen. Jeder Staat macht Propaganda. Und unsere Medien haben schon immer Propaganda gemacht. Wenn man sich die großen Medien anschaut, die in Deutschland publizieren, dann möge man sich doch einfach nur mal anschauen, das Gründungsdatum. Und das ist ein Gründungsdatum, das liegt kurz hinter dem Zweiten Weltkrieg. Und wer hat da die Lizenzen vergeben? Natürlich die Siegermächte, damit man im Sinne der Siegermächte berichtet. Und die Siegermacht, die immer noch in Deutschland ist, also die Vereinigten Staaten, sind hier natürlich mit ihren Geheimdiensten total aktiv. Und deswegen, das funktioniert so gut. Diese Propaganda ist so gut gemacht und so unsichtbar. Sie ist so sichtbar wie für uns wie für einen Fisch Wasser. Und wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir nie auf einen grünen Zweig kommen. Also wer das Fernsehen anmacht, wer eine Zeitung liest, der bekommt die Nachrichten der Herrschenden, denen diese Gazetten ja gehören. Es gibt ja keine Rundfunkräte, die unabhängig sind. Die haben alle ein Parteibuch oder sind ja der Atlantikbrücke, die embedded ist, trilaterale Kommission, Bilderberger. Man trifft sich dort und die Frage, die man ja auch immer stellen könnte, warum denn jetzt, sage ich mal, ein Sam Hirsch eingeladen wird, um seine Sichtweise zum Beispiel zu Nord Stream preiszugeben, der wird nicht eingeladen, denn die Mitgliedschaft erfolgt nur auf Einladung. Das heißt, die Menschen, die dort publizieren und die hören sich immer nur selber zu und sind deswegen alle einer Meinung und die übernehmen wir dann. Und solange man eben das anmacht, dann muss man sich nicht wundern. Wir haben es mit einer McDonald's-Presse zu tun, mit einer McDonald's-Demokratie. Wir können reingehen und verschiedene Menüs auswählen, aber entscheidend ist, wir kontrollieren nicht den Wareneingang.
Und deswegen, wir brauchen neue Medien, eigene Medien. Aber solange wir diese Medien, die uns vorgesetzt werden, konsumieren, dürfen wir uns nicht wundern. Genau wie wir uns nicht wundern dürfen, wenn wir zu McDonald's reingehen, dass wir McDonald's Essen bekommen, auch wenn da drauf steht italienische Wochen. Insofern ist es ein Intelligenztest, das Fernsehen noch anzumachen, sich die FAZ und die Dinanz zu kaufen. Die sind alle Teil der Atlantikbrücke. Das ist alles dasselbe in unterschiedlichen Ausgaben. Es ist alles dasselbe. Es ist alles NATO-Presse. Ja, Kevan, ich gucke jetzt noch mal auf unsere Umfragen, die hält sich stabil. Es sind jetzt 70,8%, die sagen, die Tagesschau ist nicht vertrauenswürdig. 70,8%. Und die Tagesschau ist, war früher mal der Rolls-Royce der europäischen Nachrichtensendungen. Also neben BBC war das nun mal die Tagesschau. Und 29,2% halten sie noch für vertrauenswürdig. Was ist zu tun? Was ist zu empfehlen den 70,8%, die der Tagesschau nicht mehr trauen? Das ist genau das, was ich sagen möchte. Ich bin im Moment hier in Deutschland mit einem Vortrag unterwegs, der heißt Angst, Essen, Freiheit auf. Und da möchte ich genau die Sozialwissenschaft, die seit Jahrzehnten mit der CIA zusammenarbeitet, mal entzaubern, wie die das eben machen, wie die uns so das Gehirn waschen, dass wir das eben gar nicht merken. Das ist ein Zaubertrick, der sehr gut gemacht ist, den man dabei entzaubern muss. Die Tagesschau oder die BBC, die waren noch nie vertrauenswürdig. Das haben wir bloß nicht gemerkt. Nur in diesen Zeiten durch das Internet stellen wir plötzlich fest, ey, was im Internet kommt, was unabhängige Journalisten sagen, unterscheidet sich. Hätte es das früher schon gegeben, hätten wir auch schon, als die Tagesschau noch objektiv war, gemerkt, ist nicht objektiv. Sie war es nie. Auch die BBC war es nicht. Ich möchte daran erinnern, natürlich macht die BBC ganz gutes Fernsehen, aber es war die BBC, die am 11. September den Zusammensturz von WTC7 20 Minuten zu früh gemeldet hat. Das ist doch nicht vertrauenswürdig. Ja? Und dann haben sie Jahre später gesagt, es ist nicht unser Fehler, die Meldung kam von Reuters. Und das ist genau der Punkt. Also sobald du Staatsmedien anschaltest, bekommst du das Programm, was diejenigen, die hinter dem Staat stehen, also die großen Finanzsysteme, das bekommst du präsentiert. Man möge sich doch davon verabschieden, dass es noch ein gutes Medium gäbe, was irgendwie kontrolliert wird durch Rundfunkräte oder durch Anzeigenabteilung, durch großes Geld, dass das objektiv sei. Das ist es nicht. Also es ist besser, wenn du mit deinem Baggerfahrer sprichst oder vollkommen unabhängig auch mal ein Buch liest oder andere Medien dir zusammensuchst und sagst, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Weil jedes Medium eines Landes einseitig im Sinne des Systems berichtet. Es gibt nicht das objektive Medium. Das gibt es eben nicht. Das hätten gerne viele so, weil es dann so einfach wäre. Das ist nicht der Fall. Ich sage aber auch, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk brauchen. Wir haben den ja schließlich bezahlt. Und damit die objektiver wird, sollten wir einfach in die Rundfunkräte Leute lassen, die aus der Bevölkerung durch Zufallsprinzip gewählt werden und nicht Menschen mit Parteibuch, die dort sitzen, um eben ganz klar nur eine einseitige Berichterstattung zuzulassen. So einfach wäre das zu machen. Es ist unser Laden, wir haben ihn bezahlt und da müsste man einfach mal die Funkhäuser besetzen, sagen, guten Tag, Sie alle mit Parteibuch, gehen Sie bitte nach Hause. Wir wählen selber als Bürger die Intendanz, weil wir trauen uns eher über den Weg als Ihnen, weil Ihre Leute sind letztlich alles Medienlobbyisten. So einfach ist das. Es ist nicht kompliziert. Einfach machen, sich selbst ermächtigen. Aber wir sind eben so gedrillt durch unser Erziehungssystem, dass uns das jemand genehmigen muss. Darf ich das denn eigentlich? Die betrügen mich, die nehmen mein Geld und belügen mich. Darf ich denen dann widersprechen? Darf ich in deren Funkhaus gehen? Es ist unser Funkhaus. Es ist unser ARD. Es ist unser ZDF. Es gehört uns. Bei einer Zeitung ist es was anderes, weil wenn ich die nicht kaufe oder wenn ich nicht Besitzer der Zeitung bin, aber dann muss ich ja nicht kaufen. Ich kaufe ja die Taz, die Fazen, das alles nicht mehr, weil das alles dieselbe Suppe ist. Aber bei Öffentlich-Rechtlichen habe ich das Recht zu sagen, Entschuldigung, was Sie machen, ist Veruntreuung des Geldes und Sie betrügen mich. So, und da finde ich schon, dass es an der Zeit ist, statt zu bitten, hallo, ändert doch mal eure Berichterstattung, die ist ja total einseitig, festzustellen, Sie können es nicht, Sie betrügen mich, dann gehe ich in mein Medienhaus und mache die Berichterstattung selber. Und ich glaube, sagen zu können, die Bürger können das. Die zeigen dir die Bürger im Internet, dass sie es können. Sich selbst ermächtigen, es selber tun, ziviler Ungehorsam, das ist, glaube ich, jetzt mal das Gebot der Stunde. Und wie findet der zivile Ungehorsam jetzt in den Medien statt? Also wir haben ja, ich habe ja ein paar vorhin genannt, ich habe Albrecht Müller, mit dem du ja auch gut befreundet bist, und die Nachdenkseiten erwähnt. Man kann Manova erwähnen, die früher, glaube ich, Rubicon hießen. Man kann auch andere Medien nennen, aber die alle zusammen arbeiten ja jeder für sich. Es gibt ja kaum ein Netzwerk der alternativen Medien und wir versuchen jetzt Modes auf Deutsch mit dem Erfolg, den George Galloway in Großbritannien hat. Und er beweist ja in Großbritannien, dass auch dort ein Riesenpublikum, Millionenpublikum ansprechbar ist. Aber wie kann das zu einem Netzwerk kommen? Wie kann das dazu kommen, dass ein Mensch,
der kritisch der Tagesschau gegenüber ist, sich rückversichert, sich sicher fühlt, weil er weiß, da ist nicht nur die Nachdenkseiten, da ist nicht nur Apollut, was du, Kevan, betreibst, oder Sophisticated, wie jetzt dein neues Projekt heißt, kannst du ja auch noch was dazu sagen, sondern die arbeiten auch zusammen und die sind eine richtige Gegenpower für Frieden und Abrüstung. Also deswegen bin ich ja gerade mit meinem Vortrag Angst, Essen, Freitag auf Tour, weil ich habe dort ein Wort beizutragen. Wir brauchen eine eigene Sprache. Wir sprechen ja die Sprache der Sieger und diese Worte sind Denkcontainer, aus denen wir nicht rauskommen. Ein Wort, was Daniele Ganser auch benutzt, heißt ja Menschheitsfamilie. Und wenn man Menschheitsfamilie spricht und in Menschheitsfamilie denkt, dann ist es ganz schwierig, ein Feindbild zuzulassen, weil auch ein Wladimir Putin, aber auch ein amerikanischer Präsident Biden, auch eine Außenministerin aus Deutschland ist Menschheitsfamilie. Ein wenig unterbelichtet, also bildungsferne Schichten in der Politik, das ist unser Dilemma, aber sie gehören auch zur Menschheitsfamilie, dass wir die nicht bekämpfen, sondern so wie Neuss gesagt hat, man muss die an die Wand lieben, die sind nur in den falschen Positionen. Mein Wort, was wir brauchen, heißt Kooperanz. Und Kooperanz ist ein Wort, das sich zusammensetzt aus Kooperation und Konkurrenz. Und das ist meiner Meinung nach die wirklich richtige Übersetzung von Darwins Survival of the Fittest. Weil in der Natur setzt sich ja nicht der übelste Schurke durch, sondern der, der sich am sozialverträglichsten anpasst. Also wenn einer eine gute Idee hat, oder die beste Idee möge sich durchsetzen und die wird dann geteilt. Und das ist auch das, was ich in den letzten 20 Jahren ein wenig bemängel. Ich finde, es gibt wahnsinnig viele gute alternative Medien, also konzernunabhängige Medien. Die aktuellen Medien sind ja Konzernmedien, sind ja nicht unabhängig. Aber die arbeiten insofern nicht zusammen, weil sie eben auch alle in einem kapitalistischen System geprägt wurden und gucken, ey, der hat die Klicks, ich habe die Klicks. Da ist doch auch ein Hauen und Stechen. Das ist nicht, die sind nicht so viel anders. Ich finde, Modes ist wunderbar. Ich habe das, macht das ja auch bei Sophisticated. Das kann aber den klassischen Journalismus nicht dahingehend ersetzen, der ja viel breiter ist, viel flächendeckender ist, weil das ist Show. Ist auch gut. Man braucht das eben auch. Das sind so die Zugpferde. Aber wir brauchen bei einem Portal ein breites Angebot. Kenneth Emmer hat das gemacht. Die Nachdenkseiten machen das. Apollut macht das. Das ist ein breites Angebot. Aber das, was du jetzt zum Beispiel machst, hat ja sehr stark auch mit der Person zu tun, auch was der Erfinder mit der Person zu tun. Da ist spitz formuliert, das ist britisch. Da ist auch Jokes sind dabei. Also, aber es geht ja auch darum zu informieren. Und ich rate ja immer, das ist mein Appell an alle alternativen Medien immer, hör zu, die Demokratie funktioniert nur deswegen nicht, wie wir sie gerade erleben, weil sie eben zentralisiert ist in einer Pyramidengesellschaft. Wir brauchen Dezentralität, das ist vollkommen klar, also wir brauchen dezentrale Medien, deswegen die Unabhängigkeit der Medien ist wunderbar, aber man könnte technisch zusammenarbeiten. Man könnte zum Beispiel sagen, wir haben ein gemeinsames Studio oder mehrere Studios, dann haben wir auch Profikameraleute, Profitontechniker, weil oft sieht es ein bisschen all aus. Und der User, der dann einschaltet, sagt, naja, das sieht so ein bisschen trashig aus, bei Arte sieht es anders aus. Wir haben nicht das Geld, wir brauchen das auch nicht. Aber ich appelliere da an alle, sich mal zusammenzusetzen, sagen, wir wollen technisch zusammenarbeiten. Also wie das macht die Automobilindustrie ja auch inzwischen, dass sie gemeinsam eine Plattform entwickeln und die wird dann unterschiedlich von den Autoherstellern, die sich sonst bekämpfen oder konkurrieren, vermarktet. Ich mache dieses Angebot immer wieder, dass man sagt, okay, wir können uns gemeinsam eine Technologie leisten, auch eigene Server leisten, die eben nicht abgestellt werden können. Weil es gibt überall Player, die teilgewiesen sehr, sehr gut sind, aber die große Zusammenarbeit findet nur sehr begrenzt statt. Ich arbeite ja auch mit den Nachdenkseiten, mit Fertu, mit allen, und die sind aber alle unabhängig. Aber wenn ich die beraten kann oder wenn ich mir einen Tipp holen kann, dann tue ich das, weil das allen eben nützt. Und deswegen ist es mein Appell an alle, die eben nicht, die alle im alternativen Sektor arbeiten, mal über den eigenen Schatten zu springen und sagen, wir sind sowieso so wenig. Und wenn wir nicht zusammenarbeiten, dann können wir keinen Grip auf die Straße bringen. Und deswegen Kooperanz. Das ist nicht den anderen übernehmen, ja, also eine feindliche Übernahme. Das heißt einfach, wir wollen in der Breite Leute erreichen und auch mal gemeinsam Kampagnen machen, dass wir sagen, wir wollen in dieser Woche zum Beispiel alle mal zeigen, was mit den Waffen in der Ukraine passiert. Wir haben eine Berichterstattung, das ist ein Mainstream-Thema und jeder möge das auf seinem Portal mit seinem Format, mit seinen Worten beschreiben, aber dass die Leute, die alternativ surfen, automatisch über dieses Mainstream-Thema stoßen. Weil was wir im Moment haben, ist, dass wir das Thema, was der Mainstream vorgeht, der macht ja den Sog, weil er zusammenarbeitet, ist ja ARD, ist ja ein Riesenkomplex, dass wir darauf reagieren. Und wir sollten anfangen, mehr zu agieren. Statt das Alte zu bekämpfen, sollten wir die neuen Themen setzen, die neuen Themen bringen und auch Hoffnung aufbauen. Und das ist auch noch etwas, warum viele auch enttäuscht sind nach der Corona-Zeit und diesen großen Demonstrationen, warum sich so wenig bewegt. Es hat auch damit zu tun, dass wir auf unseren Demonstrationen und auch dem, was wir als Alternative bringen, wir beschreiben die Gegenwart detailliert in ihrer Dystopie, aber das
ist kein Hoffnung, da ist keine Hoffnung dabei, da wird keine Zuversicht verbreitet. Und ich glaube, wir sind jetzt an der Zeit zu sagen, okay, bei aller Scheiße, Entschuldigung für das Wort, was wir da draußen gerade erleben, mit Tiefenstaat, mit BlackRock, mit Seilschaft, mit, das wissen wir alles. Wenn wir einmal mit dieser Berichterstattung nur die Ohnmacht der Menschen vergrößern, dann halten wir sie ja gerade ihren Boxen. Da können sie sich auch besaufen, Neudeutsch. Wir müssen ihnen eine Alternative bieten, wir müssen ihnen zeigen, dass der Wandel bereits möglich ist, und wir müssen auf die verweisen, die den bereits leben. Und die gibt es. Ich nenne diese Leute Helden des Alltags. Also ein Beispiel, vor zwei Tagen kam ein junger Mann auf mich zu, in der Schweiz, wo ich war, der hat mir seine Matura-Arbeit in die Hand gedrückt, also die Abitursprüfung, und da hat er eine gute Note bekommen, und da ging es in der Arbeit um Kriegspropaganda. Das muss man sich mal vorstellen. Ein 17-Jähriger bringt eine solche Arbeit. Ich war mit 17 nicht so weit. Auf diese Leute müssen wir verweisen, die einfach das einfach tun. Wenn wir das nämlich nicht tun, dann sind wir genau in demselben Schema, wie in dem wir groß geworden sind. Wir warten auf den einen großen Anführer, und wenn der dann kommt und nicht richtig, sich richtig bewegt, dann machen wir nichts. Oder der wird wie Herr Waldeck mal eben nach Stammheim weggeschlossen. Also die gesellschaftliche Bewusstlosigkeit, von der Rudi Dutschke gesprochen hat, die können wir nur gemeinsam überwinden, indem wir uns gemeinsam in Bewegung setzen. Und das ist mein Appell an alle neuen Medien. Es reicht nicht nur zu informieren, wir müssen die Leute auch motivieren. Und das geht eben auch in dem unser Wandel, unsere Welt, unsere Zukunft, die muss auch Spaß machen und nicht nur ätzend sein. Und das sehe ich oft auf Demonstrationen, da sind Plakate, da steht drauf, gegen was man ist. Ist ganz klar, aber auch eine Forderung an die da oben, die mögen das ändern, da ist man praktisch so Hündchen halten. Nein, wir müssen sagen, für was wir sind, und sagen, das machen wir selbst. Sich selbst ermächtigen, die neue Welt selber bauen, in unseren Portalen, auf unseren Demonstrationen, und sich bei den anderen nicht mehr abarbeiten. Das hat sowieso keinen Zweck. Du wirst BlackRock, Baerbock und Co. nicht ändern. Das hat keinen Sinn. Verlasse deren System und baue deine eigene neue Welt. Lass dein Boot zu Wasser und entferne dich von dieser großen Titanic. Das ist mein Rat. Und ich würde jeden bitten, der es ähnlich sieht, sagen, da mache ich mit. Ich helfe mit, das Boot zu Wasser lassen. Ich habe noch ein Boot. Und dann weg von dieser Titanic, weil dieser Kahn, dieser kapitalistische Kahn, der geht einfach unter, der ist nicht mehr zu retten. Das glaube ich zwar noch nicht. Ich wünschte, du hättest recht. Aber bevor wir den Optimismus überborden lassen, werde ich dich gleich nochmal fragen nach dem dunkelsten Moment, den du in den letzten Jahren als freiheitsliebender Journalist erlebt hast. Die Anrufer kommen auch gleich. Also wir werden ja bis 19 Uhr hier weitermachen. Dann kommen auch die ganzen Anrufer, die jetzt schon aufgestaut sind. Unsere Umfrage bleibt immer noch bei 70%, die der Tagesschau nicht vertrauen. Und wir werden weiterhin, und das lässt sich auch aus den Worten von Kayvan ableiten, Spenden erbitten, Spenden erbitten, Spenden erbitten, Donations, wie es in den USA heißt. Denn wir hängen alle, das hat Kayvan eben gesagt, ja, an einem seidenen Faden. Wenn Facebook uns abdreht, sind wir weg. Wenn YouTube uns abdreht, sind wir weg. Da gibt es dann schon mal den einen oder anderen Strike, und dann gibt es die eine oder andere kleine Zensurmaßnahme. Wir brauchen also Ihre Unterstützung. Hier haben Sie auch gleich die Möglichkeit und die IBAN-Nummer, uns etwas zu spenden, denn wir sind davon abhängig. Letzte Frage an dich, Kayvan. Was war bei allem Optimismus, den du jetzt verbreitet hast, der dunkelste Moment in deinem journalistischen Leben der letzten Jahre, der dich auch sehr betroffen hat? Modes auf Deutsch, die Mutter aller Talkshows. Ein Format, in dem Sie nicht verarscht werden, aber der Journalismus einen Arsch in der Hose hat. Was wollen wir trinken? Neben mir steht George Galloway, eine Legende des kritischen Geistes in Großbritannien. Jemand, der ewig lange im Parlament gesessen hat und viele Millionen Menschen erreicht mit Modes auf Englisch. Kritisch, unabhängig informiert über das, was in großen Medien verdreht und verschwiegen wird. We want to talk about our issues, argue them, debate them. We don't want a return to guns and rockets. Dancing on Hitler's grave. You know, Dr. Dieter and I have almost 50 years of parliamentary experience. Him in there and me in the British Parliament. We have learned that it's just as important to be taking the message out amongst the people.
Ohne Meinungsfreiheit kann Demokratie nicht funktionieren. Und besonders die Leute, die weniger verdienen, müssen Meinungsfreiheit erkämpft bekommen. Dazu wollen wir beitragen. Mit Musik, mit Humor, mit Satire. The media is the new battlefield. Media is the new parliament. So we haven't left politics. We're just practicing it in a modern way. Dann ist es die Frage, dass wir natürlich den Sozialstaat sanieren, dass wir den Mittelstand unbedingt retten müssen. Und dann ist es natürlich die Frage der Abrüstung und des Friedens. Mehr ist es nicht. Here I am at Checkpoint Charlie, the very border between the American sector and the Soviet sector. Little did we know that things would get much more dangerous and has now reached the stage where we are on the brink of a nuclear war in Europe. Modes auf Deutsch, mit Ihrer tätigen Hilfe, Sie können anrufen, Sie können Fragen stellen. Wir werden prominente Gäste haben, wir werden Fachleute haben, die wir fragen. Ab 21. Mai, 17 Uhr und dann jeden Sonntag Modes auf Deutsch mit mir, Dieter Dehm. Abonniert die Kanäle. And don't forget to press the bell button for notification so that you never miss him and Modes auf Deutsch. Einfach mitmachen, Mut machen, anrufen. And I'll tell you what, it'll be explosive. Just you wait and see. Ja, also da ist jetzt ein kleines technisches Problem, aber das werden wir lösen mit Kevan. Den habe ich noch eine Frage gestellt und er ist mir noch eine Antwort schuldig. Jetzt nehmen wir aber erstmal den ersten Anrufer. Lasst uns zu den Anrufern gehen, zur Leitung 1. Hallo? Hallo? Leitung 1? Hallo? Frank? Höre ich dich, Frank? Bart? Frank, ich höre dich nicht. Okay, ja, ganz schnell. Frank, hallo. Jetzt? Aber wir hören dich wunderbar. Wir hören dich. Ja, wunderbar. Ganz toll. Ja. Ganz toll. Wir super, können dich hören. Als Schwabe freue ich mich natürlich, dass ich gleich wieder der Erste bin, der Berlin am Laufen hält. Gratulation zur Sendung. ich bin ja selbst eigentlich eher rechts, war immer ein Fan von RT International, das ja leider in unserer Demokratie keine Meinungsfreiheit mehr genießt und gesperrt ist. Ja. RT Deutschland war leider nicht zu ertragen, viel zu populistisch. Ich hoffe, ihr kriegt da die Kurve. Ich bin ein riesen Fan von George, also er macht das richtig klasse und du gefällst mir heute auch richtig gut, muss ich sagen. Hab mir ein paar Stichworte zusammengeschrieben. Ich arbeite es ganz kurz ab, damit wir schnell fertig sind und der Nächste drankommt. Jeder Krieg wird mit Lügen begonnen, egal ob World War II oder Überfall auf Polen oder Vietnam oder auch die Ukraine. Deshalb sollte man eigentlich immer vom Gegenteil ausgehen, wenn eine Begründung genannt wird. Ja, auch die Presse sollte das tun. Und ich denke nicht, dass die Presse unter Repressionen leidet. Nein, leider tun die das freiwillig. Ja, das ist das Schlimme, die tun das freiwillig. Die machen das aufgrund der Karriere. Ja. Ich habe mal einen Bericht gesehen, der hat ganz klar gesagt, so ein Psychologe da, so ein ganz schlauer, wir erziehen uns selbst zu Egoisten und Soziopathen und da haben wir jetzt einfach das Ergebnis davon. Die Leute gucken nur auf die Kohle, auf den eigenen Erfolg und wenn es notwendig ist zu lügen, dann machen die das auf Teufel komm raus, damit sie auf den nächsten Platz kommen. Manipulation in Film und Serien, die ist gang und gäbe, egal was man angucke, nicht umsonst hat das US-Verteidigungsministerium ein eigenes Büro in Hollywood. Jede Sendung, die wir uns im Fernsehen angucken, ist Manipulation. Da muss man sich einfach drüber im Klaren sein. Ich war früher ein Fan von Weltspiegel, aber der Weltspiegel ist leider von interessant zu belanglos und dann zu Propaganda abgedriftet, kann man heute leider nicht mehr angucken. Ist mit den freien Medien, die man so im Internet sieht, jetzt bei euch, Motas oder bei meine griechische Freunde von The Duran, man hört doch genau das Gegenteil wie bei uns in der Werbung, auch jetzt die Berichte von Bachmut, überall auf der Welt ist Bachmut gefallen, im deutschen Fernsehen zweifelt man noch bis nächste Woche wahrscheinlich drüber, lassen wir es da dabei, spielt keine Rolle. Wer sich über die Medien Gedanken macht, der schaut sich am besten den Film an oder die Satire, ja eigentlich die Satire, er ist wieder da. Der Adolf hat es da ganz genau gesehen, das Fernsehen heutzutage ist einfach nur noch da, um die Bevölkerung zu verdummen und alles andere kann man dann ganz bequem nebenher durch
ziehen und absitzen. Nach dem Schröder oder vor dem Schröder war Müllemann, mein Freund Müllemann, ich bin leider noch so alt, ich kenne den, das waren doch die letzten Politiker mit Charakter. Der Herr Müllemann ist leider aus dem Flieger gesprungen, nachdem ihm der Michael Friedmann den Krieg erklärt hat. Das hätten wir vielleicht nicht ganz so weit treiben müssen, aber ja, danach ist leider nichts mehr dazugekommen und alle, die Fehler machen, werden für ihre Fehler befördert und keiner muss mehr Konsequenzen daraus ziehen. Und wir tun nichts dagegen, das ist einfach unser Problem. Wir werden beim nächsten Mal wieder wählen, wie wir es immer tun. Das ist leider mein Fazit. Ja, Frank, herzlichen Dank. Dem Fazit muss man bedauerlicherweise dir zustimmen. Ich sage nochmal die Nummer, dass für die Anrufer auch die Möglichkeit besteht, hier reinzukommen. 0049 für Deutschland oder Kreuz 49 33 22 43 69 102. Ich wiederhole. 0049 33 22 43 69 102. Also Frank, das ist erstmal völlig richtig, was du sagst. Du hast den Film, er ist wieder da. Ich habe köstlich gelacht bei dem Film, ich gebe es zu. Ich habe übrigens noch mehr gelacht bei dem Hörbuch von er ist wieder da. Aber was noch viel besser ist, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Frank, Wag the Dog mit Dustin Hoffmann, mit Robert De Niro. Ein super Film, in dem ja auch schon die Kriegsvorbereitungen des Irakkriegs, wo man behauptet hat, Saddam Hussein hätte da im Kuwait in einem Kinderkrankenhaus über seine Soldaten Kinder aus den Geburtsstätten rausholen und an die Wand werfen und auf den Fußboden werfen lassen. Das hat sich dann auch später als falsch herausgestellt. Und das hat Robert De Niro genommen für diesen Film Wag the Dog. Auch so ein bisschen mit Fake-Informationen, die zum Jugoslawienkrieg führt. Und du hast völlig recht. Jeder Krieg beginnt mit Lüge und jeder Krieg blendet die Wahrheit aus. Das erste Opfer, sagt man, im Krieg ist immer die Wahrheit. Der Feldzug Hitlers gegen Polen begann mit der Lüge des Sender Gleiwitz. Da hätten angeblich polnische Freischärler einen deutschen Sender überfallen. Später stellte sich raus, die Deutschen haben den deutschen Sender selber überfallen und Buchenwald-Häftlinge dort hingelegt und als Wächter verkleidet und uniformiert, um dann den Eindruck zu erwecken, da seien deutsche Wächter erschossen worden von Polen. Der Tonkin-Zwischenfall beim Vietnamkrieg, wo man die amerikanische Öffentlichkeit in den Krieg gegen die Vietnamesinnen und Vietnamesen reinziehen wollte. Das sind alles die Lügen, die medial verbreitet werden. Das ist also, das hat Daniela Dahn ja richtig vorhin gesagt, nichts Neues, keine neue, tolle Erfindung. Aber wir kommen jetzt zur zweiten Anruferin und dann will ich nochmal zurückkommen auf Kayvan und habe eine kleine Überraschung für euch improvisiert und bereit. Annette zu den Medien. Herzlich willkommen auf der Leitung 2. Hallo, kann man mich hören? Hallo, ja, wunderbar, Annette. Ganz wunderbar. Sehr schön. Ich bin ein großer Freund davon, nach den Ursachen zu forschen und nicht nur die Symptome zu bekämpfen. Das heißt, wenn wir kein Vertrauen mehr in die Medien, was wenn wir das Wort des Wortes spielen, wir gucken, woran das liegt. Und dann bitte ganz nach unten schauen, in Anführungsstrichen, also woran liegt es? Wie kann es so weit gekommen sein? Und dann sind wir sehr schnell, wenn wir das ganz runterbrechen, angekommen in unserer miserablen Bildungspolitik. Ganz klar, da müssen wir ran. Und ich habe kein Verständnis dafür, dass wir da an dieser Stelle nicht so sehr viel weiter sind, zu sagen, wir müssen unsere jungen Menschen schon von Anfang an auf einen guten Weg bringen, dass sie nicht schon anfangen im Kindergarten und dann in der Schule erst recht zu verdummen. Wir können das nicht mehr aufholen. Und wir können es sehen in den letzten, ich habe 3 erwachsene Kinder, ich habe es sehr gut beobachten können, die Freunde meiner, also die Kinder, die ich beobachten konnte, sind immer naiver, immer leichtgläubiger geworden in meinen Augen. Wir müssen an die Bildung ran.
Und vielleicht ist dann damit auch Frau Baerbock geholfen. Das hat sie ja keine letzte Folge gesagt. Ich glaube, da kommt jede Hilfe zu spät. Aber Annette, wäre es nicht vielleicht auch gut, wenn wir über die Medien etwas mehr Bildung betreiben würden? Es müssen ja nicht immer Tierfilme sein, aber dass zum Beispiel auch wieder gründliche Recherchen möglich werden über zum Beispiel Dinge, die in den ärmeren Ländern von zum Beispiel auch großen Konzernen der USA und großen Konzernen auch aus Deutschland angerichtet werden. Zum Beispiel, was auch mit Mitarbeitern passiert. Ich sage nur mal Amazon. Ich habe ja jetzt da auch ein Lied drüber veröffentlicht. Amazon verweigert Tarifverträge, verweigert ordentliche Löhne, nutzt unsere Straßen und auf jede Million Gewinn zahlen die 50 Euro Steuern. Da träumt jeder Handwerksmeister und jeder Landwirt davon. Wäre es nicht auch günstig, wenn wir in den Medien ein Stück mehr Aufklärung und Bildung hätten? Ist das Hoffen darauf, dass das in Schule und Universität geschieht, nicht ein sehr hochgestecktes Ziel? Annette, frage ich mal dich zurück. Ja, andersrum ist. Ich glaube, dass das Hoffen darauf, dass die Medien sich auf dieses besinnen, eher schwieriger ist, als dass wir von politischer Seite sagen, wir brauchen da den Druck, gerade Dieter von unserer Partei, zu sagen, wir brauchen den Druck, oder unsere noch Partei, hier zu sagen, die Bildungspolitik ist so desaströs. Wir müssen da ganz klar gegenarbeiten. Die Kinder verdummen uns zusehends. Na klar, das andere brauchen die auch. Aber ich denke, dass die Jugend sich diese Informationen durchaus noch aus den alternativen Kanälen besorgen kann. Und ich glaube, dazu sind sie noch klug genug. Herzlichen Dank, Annette. Und wir haben auch den nächsten Anrufer schon. Das ist auf Leitung 1. Ein amerikanischer Mitbürger, wenn ich es richtig jetzt verstanden habe, mit Namen Dennis, der aber in Schleswig-Holstein lebt. Herzlich willkommen, Dennis. Hallo, Dieter. Ich komme nicht aus Amerika, ich komme aus Irland. Und ich wohne hier. Aus Irland. Erstmal Glückwunsch. Ich hoffe, das geht weiter. Ich habe nur eine kurze Frage, was deine Meinung dazu ist. Meinen Sie, die USA, laut Dublin, meinen Sie, die USA zeigt Deutschland, wie das Land geht? Haben Sie es verstanden? Nochmal, kannst du es akustisch? Ich habe es akustisch die letzten zwei Worte nicht verstanden. Meinen Sie, dass die USA regiert Deutschland? Die haben den Sagen hier in Deutschland. Die zeigen, wie das Land geht hier in Deutschland. Ja. Das ist eine gute Frage und in der Frage des Ukraine-Kriegs und den anderen Militärfeldzügen, glaube ich, kann man schon sagen, dass es eine deutliche Dominanz des Weißen Hauses und des Pentagon, übrigens auch des US-Geheimdienstes CIA, in deutschen Medien und in der deutschen Politik gibt. Dennoch möchte ich nicht die deutschen Herrschaften in Unschuld jetzt waschen. Also mein Eindruck ist, dass oftmals die etwas wollen, was sie dann entweder auf die Ebene der Europäischen Union heben, obwohl es ihr eigenes Interesse ist, und da können sie sich gut hinter der EU verstecken, denn die EU ist im Wesentlichen ja von deutschen Großkonzernen beherrscht, also jedenfalls nicht von rumänischen Handwerksmeistern oder Betrieben, was immer man von denen halten mag. Und auf der anderen Seite dann auch gibt es Dinge, wenn die Grünen rumschreien und wollen, dass dass Libyen bombardiert wird im Bundestag, dann sind es ja deutsche Grüne, die sich hinter einem französischen oder einem US-amerikanischen Militär verstecken, die das forcieren wollen. Also ich möchte die Grünen zum Beispiel, die Sarah Wagenknecht völlig zu Recht als die gefährlichste Partei des Bundestags bezeichnet hat. Ich möchte die nicht aus ihrer Schuld entlassen und auch ein Teil dieser Ampelregierung trägt an diesen Kriegen schon eine Eigenverantwortung. Und zwar gerade, weil sie auch im rektalen Bereich
der US-Außenpolitik so tief drinsteckt. So, jetzt möchte ich doch nochmal auf die Spenden hinweisen. Und herzlichen Dank, Dennis, für deine Frage. Und ich glaube, in der Zielperspektive sind wir uns ja recht einig. Ich möchte nochmal auf die Spenden hinweisen und dann auch nochmal gucken, ob die Umfrage sich weiterentwickelt hat. Die Spendennummer kriegt ihr eingeblendet. Darauf kann man spenden, soll man spenden, denn wir halten uns nur mit Spenden am Leben und hoffentlich auch Sie etwas bei Laune. Und dann gucke ich nochmal auf die Umfrage. Ist die Tagesschau vertrauenswürdig? Da sind wir immer noch, das schwankt immer noch, um die 70%, die sagen nein, Tagesschau ist nicht vertrauenswürdig, und 30%, die sagen ja. Und das schwankt immer so ein bisschen rauf und runter. Jetzt möchte ich aber doch nochmal die kleine Überraschung nutzen und frage mal die Technik und die Regie, ob es möglich ist, nochmal zu Kevan zu schalten, denn ich hatte noch eine Frage und Kevan mal mir noch eine Antwort schuldig geblieben. Geht das, Technik, dass wir nochmal Kevan zuschalten? Kevan, ist der da? Denn ich habe ja zu Recht gesagt, dass er nicht mehr... Da ist er! Kevan, guten Tag. Hallo, ich hatte die Frage an dich gestellt, weil du so viel Optimismus ausgestrahlt hast, der dunkelste Moment in deinem journalistischen Leben war, wo du wirklich auch, ja, das kann man ja ruhig auch mal von uns sagen, wir wirken immer als die starken Verteidiger der Meinungsfreiheit für andere, aber manchmal erwischt es einen schon selber ganz schön. Wie war das bei dir? Naja, ich will so sagen, es gab jetzt nicht diesen einen Moment, sondern ich bin natürlich ein bisschen enttäuscht. Also habe mich vorher getäuscht dadurch, dass viele meiner ehemaligen Kollegen auch Öffentlich-Rechtlichen, wo ich ja gelernt habe, wissen, dass das, was sie tun, dass das manipulativ ist, aber sie sind eben wirtschaftlich erpressbar und dass sie sich dann eben entscheiden, mitzulügen, weil ihnen das Rückgrat fehlt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es in dem Ausmaß passiert. Aber wie gesagt, das ist eigentlich mein Fehler. Ich habe mich selbst getäuscht und jetzt bin ich eben enttäuscht und das macht mir dann auch nichts aus. Ich muss da ja nicht mitmachen. Ich orientiere mich an anderen Leuten, Rosa Parks, Malcolm X oder auch Rudi Dutschke, ja, oder Geschwister Scholl, die in Zeiten, in denen es hart wurde, gesagt haben, da mache ich nicht mit, das geht ja eben auch. Fühlt sich ganz gut an, ist nicht immer leicht, aber man kann in den Spiegel gucken. Und ich meine jetzt in den Spiegel durch in den anderen Spiegel. Ich möchte aber noch eine kurze Ergänzung machen zu der Kollegin, die vorhin gesagt hat, Bildungssysteme ist absolut richtig. Ich glaube, dass wir heute da sind, wo wir sind, hat damit zu tun, dass wir in unserem Bildungssystem vor allem Opportunismus belohnen. Also jemand, der immer buckelt, der Bulimie-Lernen macht, der ausspuckt, was von ihm erwartet wird, der macht ja Karriere im System. Es geht ja in Schulen nicht darum, ob der Stoff interessiert, sondern ob du gehorchst. Du lernst den unsichtbaren Lehrplan zu gehorchen und da machst du Karriere und dann landest du quasi im Hamsterrad, was von innen aussieht wie eine Karriereleiter. Und du kannst von einer solchen Bevölkerung nicht erwarten. Haben wir noch, another call? Entschuldige. Ja, du kannst von einer solchen Bevölkerung, du kannst von einer solchen Bevölkerung, die derart gedrillt und gehirngewaschen ist, von einer Bevölkerung nicht erwarten, dass sie kritisch denkt. Die Kritik und das kritische Denken wird ja in unserem System, in dem Schulsystem ausgetrieben, weil wir kritische Menschen gar nicht haben wollen. Die sind ja nur im Weg. Um ein perfektes Schaf in einer Herde zu sein, muss man vor allem ein Schaf sein. Mensch kommt nicht als Schafe zur Welt, aber sie werden dazu Schafen gemacht oder lassen das mit sich machen. Und ich glaube, dass wir auch hier einen Bewusstseinswandel brauchen. Diejenigen, die über uns, was ist eigentlich das Menschenbild eines Klaus Schwab oder der Chefetage von BlackRock über uns? Was sind wir? Wir sind so etwas wie Ameisen, die nach der Tätigkeit weg können. Und solange wir das eben übernehmen und sagen, seht uns doch mal anders, solange wir uns nicht auf die Hinterbeine stellen, sondern kriechen, können die da oben einfach herrschen. Das hat natürlich mit Bildung zu tun, aber die lassen die uns ja auch angedeihen. Wir lassen uns das alles gefallen. Und ich glaube, dass man sehr viel davon lernen kann, wenn man sich Kinder im Sandkasten anschaut, die doch ein bisschen rebellischer sind. Ich glaube, wir kommen um den zivilen Ungehorsam und Rebellion nicht herum. Ich glaube, das muss sein. Ich bin aber da auch bei Emma Goldman, die ja auch festgestellt hat, dass Revolutionen am Ende immer blutig enden. Sie sagte aber, wenn ich nicht tanzen kann, will ich eure Revolution nicht. Und das meine ich auch. Die nächste Revolution sollte auch eine sein, wo wir sagen, okay, wir hauen uns nicht gegenseitig die Köpfe ein, sondern wir versuchen,
einfach eine andere Stimmung zu verbreiten. Und ich möchte noch daran erinnern, es hat solche Dinge ja in der Geschichte schon gegeben, die recht erfolgreich waren und dann von außen beendet wurden. Also das Wunder von Wörgl zum Beispiel, Geldexperiment oder aber auch Katalonien 36, das waren ja gute Experimente. Das war ja eine gesunde Anarchie, die dann eben militärisch von außen durch den Faschismus beendet wurde. Also wir können das und wir können das auch schaffen, wenn wir uns hier, und ich kann es nochmal sagen, zusammenschließen und jeder auf seinem Platz kämpft, sondern dass man sich eben einhakt und sagt, lass uns das gemeinsam machen, weil die 99% können nur dann etwas erreichen, wenn sie sich gegenseitig erklären, dass sie die 99% sind. Und das lerne ich zum Beispiel aus Davos. Diese 1% sind in einem wirklich sehr gut. Die sind untereinander organisiert. Und da sind wir dann bei Dieter Dehm. Du bist ja Marxist, wie du auch immer sagst. Also, und was uns in unserer Gesellschaft wieder fehlt, ist ein Klassenbewusstsein. Dass wir ein Klassenbewusstsein entwickeln, sagen, sag mal, zu wem gehören wir eigentlich? Und wenn wir das entwickeln, dann merken wir, dass wir was reißen können. Und das ist auch zuversichtlich, weil wir sind die meisten. Wir sind die Bürger, wir sind das Volk. Erheben wir uns gegen die Obrigkeit und sagen, danke, das können wir besser. Und das können wir besser. Weil so schlecht, wie wir aktuell regiert werden, das kann man nicht toppen. Es ist unmöglich. Ich habe dich trotzdem nochmal gefragt, bei dir wurde eine Bombe auf die Bühne geworfen. Die Adresse deiner Kinder wurde verbellt. Ja, das war in Stuttgart eine halbe Handgranate, die dann nicht detonierte. Okay, ich bin dann abgetreten und habe gesagt, ich verlasse Deutschland, weil ich muss ja jetzt nicht wie Rudi Dutschke mir eine Kugel einfangen. Das ist natürlich alles orchestriert, das ist alles organisiert, da hat ja auch nie juristisch irgendetwas stattgefunden. Ja, dann einfach das Land verlassen und von außen berichten, was ich ja jetzt auch tue, weil das bringt einem ja auch nichts, wenn man da zum Märtyrer wird, das hat keinen Sinn, sondern da muss man klug handeln und das tue ich. Also führe den Feind auf dein Feld und besiege ihn da. Das ist das, was ich mache. Also dir viel Mut. Wir müssen uns allen, glaube ich, den Mut wünschen. Ich sehe jetzt gerade, ein weiterer Anrufer wartet schon mit den Hufen scharrend, aber vielleicht eine kleine Überraschung. Du wohnst zwar ja, ich sage jetzt nicht wo, aber du wohnst ja nicht mehr fest in Deutschland seit diesen ganzen Vorgängen. Aber heute Abend bist du hier. Wenn du dein Headset jetzt ablegen würdest, könntest du zwei Räume weiterkommen. Denn du bist hier bei mir in der Wohnung mit deinem eigenen Laptop. Und jetzt kommt gleich rein zu euch, zu Ihnen, Kevan, auch former als Ken Jebsen bekannt. Hier ist er. Das hat zwei. Das ist wegen der Rückkopplung, müssen wir dann immer so ein bisschen auch technisch zusammenarbeiten. Man kann da nicht jetzt mit meinem Mikro in sein, er kann zwar Hallo sagen, sag mal hier Hallo. Hallo, das hört man schon, Ja. So, also, Kevan und wir sind, glaube ich, gut befreundet und brauchen einander auch, um Mut zu spenden, Rückgrat zu haben bei kritischen Fragen. Es geht nicht darum, dass Sie die Meinung von ihm oder die Meinung von mir übernehmen. Es geht darum, dass Sie kritische Fragen stellen, dass Sie den Mut des Zweifelns haben, dass Sie selber nachdenken. Und nur darum versuchen wir, Moos auf Deutsch jetzt zu machen. Herzlichen Dank. Danke, ich möchte dich beglückwünschen. Ich finde das richtig gut, sehr britisch, wunderbar. Und für mich ist auch wichtig, dass die Leute verstehen, dass man immer eine zweite Meinung braucht und man soll nicht Meinung A oder B übernehmen, sondern man soll sich dann seine eigenen Gedanken machen. Auch nicht die Meinung von einem Alternativmedium übernehmen, sondern sagen, und jetzt selber denken, weil der Kopf ist ja rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. Das ist der Tipp. Also selber denken ist anstrengend, aber das können wir. Genau. Trotzdem wir nicht jetzt eine 360-Grad-Wendung in unserem Kopf haben, wie die Frau Außenministerin Annalena Baerbock. Jetzt haben wir Michael aus Berlin. Herzlich willkommen, Michael. Was ist deine Frage? Du gehst wieder hinter. Ciao, danke, dass du da warst und weiter bleibst. Ja, hallo. Ich wollte mal ein bisschen gute Stimmung verbreiten. Also ich bin... Das ist gut. ...in der letzten Zeit positiv überrascht. Ich habe mich jahrelang für den letzten intelligenten Menschen der Welt gehalten. Und die ganzen Geschichten, Corona, jetzt der Krieg, gibt mir persönlich unheimlich viel Hoffnung. Weil ich habe damit angefangen, mich mal auch rechts und links umzugucken und festgestellt, wie wahnsinnig viele Leute das gibt, die doch nicht drauf reinfallen. Und ich sehe es jeden Tag etwas größer werden, etwas schöner werden. Und ich bin, muss ich dazu sagen, mein absolutes Hassland war die USA seit dem 11. September. Und jetzt die letzten 3 Jahre gucke ich auch da wieder ein bisschen hin und stelle fest, dass gerade dort
sehr viel kritische Stimmen da sind, sehr viel alternative Medien da sind, sehr viel kluge Leute da sind, die sich den Kopf machen. Und ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Also, das ist, glaube ich, überwiegend gut, aber ich habe halt bei der Formulierung so ein bisschen gestutzt. Angesichts des Krieges hast du Hoffnung geschöpft. Bei mir ist das so, ich finde, Krieg hat immer eine Situation, wo man verzweifelt, weil man auch nie genau weiß, ob es noch schlimmer wird. Hier liegt ja ein atomarer Krieg in der Luft. Und wenn dann, wie vorhin mitgeteilt, eine radioaktive Wolke auf Polen, auf Deutschland, auf Westeuropa rüberzieht, weil die Ukraine radioaktive Munition, also international geächtete radioaktive Munition, zusammen mit traditioneller Munition in einem Lager gehortet haben und das von der Luftwaffe jetzt getroffen wurde, dann ist das ja schon ein weiterer Eskalationsschritt. Manche reden so, mir nichts, dir nichts, über begrenzte Nuklearschläge und finden das gentlemanlike. Ich finde das ganz furchtbar. Ich habe mein Leben lang immer, gerade weil jetzt das Treffen in Hiroshima war, einen großen Respekt und einen Imperativ und einen Auftrag verspürt, dass wir alles meiden, was zu einem Atomkrieg führt, was eine Atommacht wie Russland provoziert, dass die NATO ja jetzt gerade tut. Ich habe immer Hiroshima und Nagasaki gesehen als etwas, was wirklich die menschliche Vernunft an ihre Grenzen oder über ihre Grenzen führt. Und jetzt wird darüber so schwadroniert, als sei das mal irgendein Cocktailfrühstück, wenn ein begrenzter nuklearer Schlag erfolgen würde. Und man lässt zu, dass abgereichertes Uran in einem Munitionslager gehortet und hingestellt wird und eine Gefahr für Land und Leute und große Flächen wird. Deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir in diesem Krieg natürlich die widerständigen Kräfte, wie du das jetzt eben, Michael, gesagt hast, stärken, die kritischen Fragen stärken, dass wir eben aber auch, ja, auf die Straße gehen für Frieden und Abrüstung und gegen Waffenlieferungen. Und ja, wer nicht weiß, was er mit 100 Milliarden machen kann, der setzt sich einfach mal in eine deutsche Eisenbahn, in einen deutschen Zug. Dann weiß er, die 100 Milliarden kann man in die deutsche Bahn statt ins deutsche Heer investieren, damit sie pünktlich ist, damit sie preiswert ist. Dann kann man auch was für den Klimaschutz tun, denn der wirkliche Klimaschutz, die Mutter allen Klimaschutzes ist die Schiene und ist der öffentliche Verkehr. Ich will Ihnen eine kleine Aussicht geben für das, was wir bei Moz auf Deutschland in den nächsten Wochen so planen. Wir wollen die Frage uns stellen beim nächsten Mal am 28. Mai um 17 Uhr, ob der deutsche Mittelstand pleite geht. Und das, dann wollen wir fragen, Baerbock im Ausland, Fettnapf oder Volltreffer. Und wir haben eine ganze Reihe sehr prominenter Gäste, die schon zugesagt haben. Julian Assange, ein Landesverräter, oder sollte man ihn nicht unterstützen? Also, meine lieben Freunde, wir werden uns wieder treffen am kommenden Sonntag um 17 Uhr. Und dann hoffentlich mit Ihnen, mit Anrufern. Und spenden Sie uns, bleiben Sie uns gewogen und empfehlen Sie uns an Ihre Freundinnen und Freunde weiter. Das war Moz auf Deutsch direkt aus Berlin.